Ja, willkommen Klasse zur Bildvorgabe Nummer 3. Und zwar haben dieses Mal 22 Leute mitgemacht. Ihr findet jeweils euren Beitrag unten in der Videobeschreibung als Zeitstempel da vermerkt. Da könnt ihr direkt zum Beitrag springen. Und ja, euch natürlich auch gerne die anderen Beiträge anschauen, weil die sind effektiv sehr, sehr unterschiedlich, also wirklich ganz unterschiedlich. Und ich möchte zuerst auf die Bildvorgabe kurz eingehen. Die Figur, die steht ja im Raum, die sitzt nicht, die steht. Es ist noch schwierig, weil auf dem Bild ist kein Boden. Man hat so wie leicht keine Orientierung. Das fliegt ein bisschen, das macht es umso schwieriger. Und ich habe das Motiv absichtlich so gewählt. Also ich musste wirklich dann die Kamera in die Höhe halten, um ein bisschen Augenhöhe mit der Figur zu haben. Die ist ja, wie gesagt, 3 Meter oder mehr groß. Und ich finde die Figur erstens sehr schön umgesetzt, sehr organisch, sehr so leicht hingeklatscht, was optimal ist für eine Umsetzung. Also man kann das frei umsetzen. Es gibt kein richtig oder falsch, weil die Umsetzung an sich ist ja schon sehr frei. Dann haben wir hinter den zweiten Hintergrund mit diesem organischen Gewächs und dann ganz im Hintergrund das Haus. Und ich habe die Szenerie absichtlich von vorne bis hinten scharf gestellt, also keine Tiefenunschärfe, damit ich schauen kann, was ihr damit macht. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger, weil das Haus wirkt durch das sehr dominant, sehr kräftig und bilddominierend. Wie gesagt, die Aufteilung des Bildes ist eher klassisch, also in einer diagonalen Linie, ungefähr so. Aber wie gesagt, das ist nur als Vorgabe und ich habe da nichts dazu gesagt und ihr habt das wie bereits erwähnt, sehr frei umgesetzt. Zum Teil das so 1:1 übernommen, zum Teil die Sachen dann separiert, effektiv. Aber die Vorlage war nicht einfach, weil eben die Tiefenunschärfe nicht da ist, weil so viel drauf ist, weil alles mehr oder weniger richtig ausgeleuchtet ist oder deutlich ausgeleuchtet ist und man sich da in ganz, ganz vielen Details verlieren kann. Und das ist ab und zu passiert, das habt ihr mir auch geschrieben. Und das ist noch spannend, das zu sehen und es fällt mir auch leichter, dann darauf einzugehen. Also starten wir mit der ersten Person. Und das ist Anita. Anita, danke für deinen Beitrag. Okay, Anita, du schickst mir 2 Bilder und schreibst mir dazu, ich hatte die Idee, dass Victor nicht seine Taschenuhr in der Hand hält, sondern die Hand seiner Geliebten. So in der Art der Esmeralda. Gesichter malen schaffe ich noch nicht und insgesamt wollte ich es sowieso etwas ungenau halten, um es mir leichter zu machen. Absolut gut, ja. Mein Sohn, 8, wollte auch gerne mitmachen, weshalb ich dir einfach auch sein Bild mitschicke. Und ich muss dir leider sagen, Anita, dein Sohn hat gewonnen, wenn man von einem Wettbewerb sprechen möchte. Nein, ich finde Kinderzeichnungen per se klasse und vor allem die Jüngeren, also 3 bis 12 ungefähr, 3 bis 11, meiner auch. Und das ist sowas von komplett woanders und komplett frei. Ich finde die Umsetzung deines Sohnes einfach, einfach toll. Kurz zu Kinderzeichnungen. Bei uns in Luzern gibt es das Comic-Festival Fumetto. Wenn du schauen möchtest, fumetto.ch. Und das findet dann im März statt. Es läuft bereits an, die Vorbereitungen. Und es gibt einen Comic-Wettbewerb, also wenn dein Sohn mitmachen möchte. Es hat 3 Alterskategorien von 3 bis 12 Jahren, von 13 bis 18 und ab 18 dann für die Älteren. Und jedes Mal, wenn ich die Beiträge dann anschaue, man kann sich das, also alle Einträge werden dann effektiv gezeigt in Ordner. Dann kann man sich das anschauen und die Zeichnungen von den Kleinsten sind die vielfältigsten und interessantesten. Also ganz zum Teil ganz abstrakt, ganz woanders. Und dann ist der Mittelteil, also die Teenager auch, da merkt man, die fangen an zu suchen, sich zu vergleichen, sich anzugleichen. Da wird es ein bisschen langweiliger und gleichmäßiger oder auch stereotyper. Und dann ab 18 verfestigen sich langsam dann die Stile und man wird dann wieder experimentell. Und
Aber anyway, das Thema dieses, also des nächsten Jahres ist Reichtum, also Rich. Und da kann man dann 4 Seiten dazu zeichnen, steht alles auf der Webseite. Und ich würde unbedingt, schau es mal an mit deinem Sohn, vielleicht hat er ja Lust, Comics zu zeichnen. Und da kann man dann 4 Seiten, du kannst auch 2 Seiten zeichnen, eine Seite. Das Ganze steht dann auf fumetto.ch. Und vielleicht hat er eine Idee zum Thema Reichtum. Da kann man das frei interpretieren. Okay, jetzt zu euren Beiträgen. Wie gesagt, das Bild deines Sohnes möchte ich nicht weiter darauf eingehen, weil das ist so eine eigene Welt. Ich finde klasse, wie er die Fenster gemalt hat. Für mich sind das, also Fenster, für mich sind das wie das Haus von innen nach außen gestülpt. Man sieht dann, ja, wie die Gänge in diesem Haus, die Ebenen, die Schichten, das ganze Verwinkelte. Da wird das ganze Haus von innen nach außen sichtbar. Also so interpretiere ich das, finde ich ganz, ganz toll, weil das Haus ist ein Schulgebäude, Verwaltungsschulgebäude. Also auch diese Stränge ist da ein bisschen mit, hat da mitgeschwingt. Das ist seine Interpretation. Darum ist noch schwierig, weil ja, da kann man gar nichts sagen. Das ist einfach so sein Bild. Was ich noch vielleicht als Zugabe, wobei auch nicht unbedingt, mit Farben ein bisschen da reingehen, vielleicht monochromatisch mit einer Farbe oder mit 2 Farben, wäre auch noch etwas gewesen, aber es funktioniert auch schwarz-weiß natürlich, da werden auch die Linien dann dazu stärker. Also auf jeden Fall noch mehr zeichnen mit deinem Sohn oder ihn zeichnen lassen, vielleicht mag er ja bei der Bildvorgabe 4 mitmachen, die kommt dann auch bald und ja. Das Schönste, was die Kinder machen können, sich frei auszudrücken, zu zeichnen und sich da künstlerisch zu betätigen. Also da bin ich absolut dabei. Mehr davon bitte. Okay, jetzt gut zu deinem Bild. Du hast gesagt, du zeichnest nicht gern oder noch nicht gut gesichtet. Das ist schwierig. Die Idee der Esmeralda, seiner Geliebten, finde ich in diesem Kontext außergewöhnlich. Aber es passt, weil du trägst die ganze Situation in einen ganz anderen Kontext. Das Bild oder die Geschichte nimmt einen komplett anderen Lauf. Auch die Farbgebung sind reine Farben, sehr frisch, sehr einfach gehalten. Das Ganze wirkt sehr fröhlich und locker und leicht. Und das ist die Stärke dieses Bildes. Auch finde ich gut, dass du dann den Hintergrund nicht zu sehr akzentuiert hast, sondern ja, mit einfachen Farbflecken, Klecksen, ein bisschen angedeutet. Man erkennt da leicht irgendwie ein Haus, auch mit der Dachspitze, viel Himmel. Ja, und das Ganze hat einen leichten, luftigen, illustrativen Charakter, der gut als vielleicht Kinderbuch oder als kleine weiterführende Geschichte stehen könnte. Also ich frage mich da, was passiert hier, was ist vorher geschehen, was geht dann später noch? Wie geht die Geschichte dann später noch weiter? Und also da ist wirklich ganz viel Story drin. Ja, und als Betrachter würde ich mich dann schon darüber freuen, etwas mehr darüber zu erfahren. Vielleicht steht noch ein kleiner Text dazu, vielleicht gibt es eine Nachfolgezeichnung. Aber so in sich, ohne Erklärung, ja, ist das einfach ein Liebespaar, das sich trifft. Vielleicht in der Vergangenheit, weil sehr klassisch angezogen. Also jetzt der Herr, der Hugo. Und ja, seine Geliebte hat auch ein langes Kleid, könnte in der Vergangenheit spielen. Wie gesagt, es ist eine Geschichte und zu dieser Geschichte braucht es nicht unbedingt jetzt Gesicht. Also man erkennt schon beim Hugo das lächelnde Gesicht, ein fröhliches Gesicht. Ihr erkennt man das nicht, jetzt weil sie sich abdreht, aber das braucht es ja auch gar nicht. In diesem Sinn funktioniert es trotzdem. Wenn du Probleme hast, Gesichter zu zeichnen, dann muss man das natürlich üben. Und ich meine jetzt nicht klassisch mit der Loomis-Methode oder mit sterilem Aufbau und Quer- und Horizontallinie und Dreiviertel, was auch immer, sondern dass du die Gesichter vielleicht frei zeichnest. Oder versuchst nicht Gesichter zu zeichnen, sondern eher ja, einen Charakter zu zeichnen, einen Ausdruck zu zeichnen. Und es muss nicht richtig sein oder perfekt oder korrekt, sondern einfach, dass du ein bisschen das Ganze überzeichnest. Also auch, es macht nichts, wenn dann die Nase zu groß ist oder wenn ein linkes Auge zu klein oder verschoben ist, sondern dass man vielleicht
wie so den Grundcharakter oder die Grundphysis des Gesichtes, des Kopfes ein bisschen erfassen kann. Sei es da mit der Nichtzeichnerhand zu zeichnen, also ich bin Rechtshänder, also ich dann mit links zeichnen. Und also die andere Hand zu nehmen, das macht dann auch den Kopf auf. Oder dann eine Vorlage zu nehmen, die auf den Kopf zu drehen und dann effektiv ja, die Formen nachzuzeichnen. Also wenn du dann abzeichnest, effektiv das Bild umdrehen und also das Gesicht, das Porträt umdrehen und dann den Kopf nachzuzeichnen. Also wirklich freier mit dieser Thematik umgehen, das hilft dann enorm. Okay, also wie gesagt, fumetto.ch, dein Sohn muss unbedingt weiterzeichnen und ja, du unbedingt auch, weil es eben Spaß macht, nicht nur zum Üben, sondern einfach aus Lust und Freude daran. Und ja, danke dir für deinen Beitrag. Wir gehen doch gerade zum nächsten. Ja, die nächste Aufnahme ist von Barbara. Danke für deine Einsendung, Barbara, beziehungsweise Barbara B. Wir haben ja zwei Barbaras dieses Mal. Und du schreibst mir einfach zum Format, also danke für deinen tollen Input und deine Videos, ja, danke dir auch. Es freut mich natürlich, dass das ja, so gut ankommt. Zum Format ein 12x12 cm Skizzenbuch, einfaches Papier, Doppelseite, Technik, Ink und Aquarell. Und Ink und Aquarell ist sowieso eine tolle Kombi. Und genau, zu deinem Bild. Mir gefällt es fantastisch, da gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Was mir sehr gut gefällt, also auf den ersten Eindruck war, ich mache mal hier die Rot, ist dieser Bereich hier zusammen mit seinem Jackett, also seinem Anzug, dieses ganze Blau, das sich da, dieses Violett, das sich da wiederholt und spiegelt im Himmel, ist für mich etwas so wie ein Traum, ein wahr gewordener Traum im Himmel. Also da seine Gedanken fühlen sich wie im Himmel fort, jetzt meine Interpretation. Ich finde auch ja, die Pinselführung, der ganze lockere Strich, auch dass dieses Haus nur leicht angedeutet hast, also auch hier mit den ganz leichten Strichen im Vergleich hier, wo sie schon stärker und dicker sind, kräftiger auch. Also da merkt man eine deutliche Tiefenperspektive, das passt wunderbar so. Durch den Einsatz dieses Skizzenbuchs wirkt das Ganze ja, wie eine kleine Reiseskizze. Es passt auch zu Hugo, er war auch oft auf Reisen oder beziehungsweise seine Figuren waren dann auf Reisen. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Hugo Pratt, also an den Zeichner von Corto Maltese, die Comics. Corto Maltese war auch eine Figur, die viel auf Reisen ist und auch ein französischer Autor und Zeichner. Und wie gesagt, die Striche sind ja auch hier sehr frei, sehr so luftig umgesetzt. Ganz toll finde ich, dass du hier Weißraum gelassen hast, auch hier ein bisschen Negativraum freigelassen hast und das Ganze atmet durch das und gibt dem Ganzen so eine Brillanz und ja, eine sommerliche Atmosphäre, beziehungsweise vielleicht es könnte auch ein Mondlicht sein, das passt auch sehr gut. Es ist so nicht irgendwie dazwischen. Ist es jetzt am Morgen, in der Nacht oder irgendwie, ja, ein bewölkter Himmel, also für mich passt es sehr, sehr gut. Die Stimmung, die farbliche Stimmung ist ja ganz, ganz toll hier. Und auch schön, dass du ein bisschen Rand gelassen hast und nicht explizit an den Rand gegangen bist. Und so ein kleines Passepartout gibt diesem Bild auch eine, ja, eine gewisse bessere Präsenz. Und da bin ich sowieso Fan davon, das wissen vielleicht schon ein paar von euch. Und das Ganze wirkt, also das Bild wirkt dann auch ein bisschen luftiger und leichter im Skizzenbuch dann selber und wirkt so nicht so rausgepresst, beziehungsweise will sich diesen Platz jetzt nicht unbedingt nehmen. Also durch das gewinnt es auch ein bisschen an Lockerheit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also die Figur steht. Durch das, dass die Figur schon relativ frei umgesetzt ist, kann man da sehr gut abstrahieren. Also die Hand ist hier deutlich größer, aber das ist alles wie irrelevant, weil in sich stimmt ja der Charakter und die Bewegung, das ganze Nachdenkliche, der Kontrast zwischen hell und dunkel
gibt dem Ganzen eine mysteriöse, leicht düstere Stimmung und das ist ja viel wichtiger, das trägt ja auch das Bild. Das passt hier auch ganz wunderbar, auch hier zum Beispiel im Hintergrund dieses Gewächs, also diese Pflanzen, die ein bisschen, ja, nicht dramatisch, ein bisschen gefährlich da herauskommen. Ist auch so etwas, so ein Zwischending, ist das jetzt etwas Gutes, etwas vielleicht, ja, ein kleiner Albtraum, also ist alles sehr frei, sehr märchenhaft und fluid und ja, ich finde diese Zeichnung absolut gelungen. Also weiterhin Ink und Aquarell ist sowieso eine tolle Mischung und wenn du da ohne Vorzeichnung direkt reingehst, vielleicht zuerst mit Tusche oder zuerst mit Ink und dann mit Aquarell, dann bleibt auch diese Spontanität und dieses Freie, da kann man dann mit dem Aquarell ein bisschen nachkorrigieren oder ein bisschen Stellen da setzen, wo vielleicht du mit der Tusche nicht am Anfang nicht angedacht hast. Also man kann sich da ja hin und her helfen. Die beiden passen sowieso sehr gut zusammen. Also eben die Figur, die Tiefenschärfe ist sehr gut. Hier die Figur steht vorne. Dann haben wir das Gewächs und das Haus. Das Ganze geht dann weiter hinten. Also auch hier eine sehr schöne Dimension. Okay, Barbara, dann war das dein Beitrag. Vielen Dank dafür. Gehen wir zum nächsten. Gut, kommen wir zum zweiten Barbara. Barbara H. H. Du schreibst mir, der erste Versuch mit Bleistift und Feder nachgezogen, dann nur mit Feder ohne Vorzeichnung. Alle weiteren Versuche sind gescheitert, habe versucht mit anderen Medien, hat nichts mehr gebracht. Okay, ich kann ja nur das beurteilen, was ich da hier sehe. Also mit Bleistift und Feder, dann nur Feder ohne Vorzeichnung. Und ich denke, das ist der erste Versuch, das ist dann der zweite. Hier sehe ich auch durch die Bleistiftvorzeichnung. Da bist du dann effektiv dann frei mit der Feder reingegangen. Und ja, auf den ersten Blick muss ich sagen, das ist, also diese Zeichnung hier ist mein Favorit, weil ich diese Linien, also die ganze Ausgestaltung des Bildes, die hat viel mehr Bewegung und viel mehr Frische für mich, viel mehr Eigeninterpretation als jetzt dieses linke Bild hier, das Schwarz-Weiße. Da merkt man, da wolltest du dann korrekt zeichnen, ja, dass das Ganze ein bisschen so eine schöne Linie hier hat, dass das Ganze ein bisschen hier gerad ist, das Haus vielleicht steht mit den Fenstern und dass die Abstände stimmen, dass die Figur auch relativ akkurat ist. Und hier bist du wirklich effektiv frei rein, ohne Vorzeichnung und wenn ein Fehler passiert ist, ist ein Fehler, ja, passiert. Und man sieht deutlich hier zum Beispiel an dieser Stelle hier, im Vergleich zu dieser Stelle, dass das hier, ja, viel freier, viel spontaner entstanden ist. Auch die ganzen Pflanzen hier sind ein bisschen, also ich nicht hingeschludert, aber wie rein skizziert und das gibt dem ganzen Bild noch, ja, eine viel stärkere Präsenz, eine viel bessere Nonchalance, was wie so ein freies Jazzstück ein bisschen, was viel mehr Lust bereitet, das Bild anzuschauen und sich den Formen ein bisschen hinzugeben. Und das ist auch wie so die Chance, ohne Vorzeichnung effektiv direkt ein Bild anzufangen. Und etwaige, sagen wir mal, nicht Fehler, aber so Missgeschicke oder nicht richtige, korrekte Striche einfach mal sein zu lassen und vielleicht den nächsten oder den übernächsten Strich dann vielleicht besser zu setzen, nebendran, vielleicht auch ein bisschen stärker und auch mal den Mut haben, das Ganze mal so, ja, wie gesagt, stehen zu lassen, weil zwei, drei Tage später siehst du dann keine Fehler mehr effektiv, sondern du siehst nur die, ja, den Charakter, die Anmutung der Zeichnung, den Tonfall der Zeichnung, wie das Ganze dann wirkt. Und man hat auch keinen Vergleich. Also wenn eine Person das anschaut, eine fremde Person, die hat ja die Vorlage nicht. Die kann nicht sagen, ja, die Hand stimmt nicht oder ja, das Haus, das gibt es nicht, sondern nur das Bild muss in sich stimmen. Und ich finde, je freier ein Bild ist, je ungezwungener ein Bild ist, umso besser ist es. Und das ist absolut hier jetzt in dieser Zeichnung, also in der rechten Zeichnung, so, Zeichnung 2, Zeichnung 1,
in der zweiten Zeichnung da viel, viel stärker als in der ersten. Das ist so eine, vielleicht eine Vorskizze, sich warm machen mit dem Thema, mal schauen, wie setze ich die Pflanzen um, wie viel Intensität braucht das Haus, was kann ich mit der Person machen, vor allem mit der Haptik des Anzuges, dass man sich da ein bisschen so in die Thematik vertieft und dann im zweiten Anlauf dann effektiv das Ganze wie gespeichert hat, aber dann freier umsetzt und ja, es ist wie ein Warmlaufen und dann wird es auch, ja, die zweite, dritte Version wird dann auch automatisch anders und vielleicht auch besser oder besser nicht, aber spannender und individueller und das finde ich bei zwei absolut der Fall. Vielleicht braucht es ja diese erste, damit du zur zweiten kommst, kenne ich selber auch. Ich mache auch, je nachdem, zwei, drei Zeichnungen oder Bilder und dann merke ich, das ist es noch nicht. Ich muss da anders das Ganze ansetzen oder anders mit der Tusche umgehen. Und diese Zeit sollte man sich nehmen und ein bisschen Geduld mit sich haben, aber es lohnt sich absolut. Und ja, ich empfehle dir unbedingt weiterhin so frei zu zeichnen, direkt mit der Tusche aufs Papier und Sachen, die passieren, sein zu lassen und die machen das Bild umso spannender im Nachhinein. Also keine Angst davor, du kannst immer noch neu anfangen, das ist ja nur ein Bild und der Prozess soll ja Spaß machen und auf diese Art werden auch mehr Bilder entstehen, weil du dann effektiv lockerer und flexibler an diese Sache herangehst, die Bilder auch schneller fertig hinbekommst und da steigt auch der Spaß daran natürlich, weil das Ganze ein bisschen flotter von der Hand geht. Ja, also wirklich da in diese Richtung von Nummer 2 zu gehen, aber wenn du findest, ja, ich möchte trotzdem eine Bleistiftzeichnung, dann würde ich dann vielleicht nicht zu viel draufpacken, wie jetzt hier. Also du hast hier Bleistift, du hast Tusche, du hast noch eine weiße Farbe darüber gelegt, um vielleicht zu korrigieren, zu kaschieren. Und das Ganze macht es dann ein bisschen so gehemmt und das Ganze wirkt dann ein bisschen so wie ein Studienbild, wie eine Studienzeichnung. Nicht gerade wie ein eigenes, also wie ein eigenes, eigenständiges Kunstwerk, was Nummer 2 absolut ist. Das ist so, kannst du einrahmen, das passt, oder? Das ist tiptop so. Und beim zweiten ist es wirklich so eine Art, ja, eine Skizzenzeichnung in einem Skizzenbuch, eine suchende Zeichnung, ein bisschen, ja, experimentell, aber noch im Aufbaustadium. Und ja, wie gesagt, manchmal braucht es diese, um zur Nummer 2 zu kommen. Kurz gesagt, wirklich bleib spontan und lass die Fälle Missgeschicke auf dem Blatt Papier und die machen das Bild umso schöner und individueller. Und schlussendlich machst du dann auch mehr Bilder so und ja, der Spaßfaktor steigt dann umso stärker. Okay, Barbara, vielen Dank für deinen Beitrag. Gehen wir auch hier zum nächsten. Der nächste Beitrag ist von Birgit. Birgit, vielen Dank für dein Bild. Du schreibst mir, mit dem Motiv habe ich mich sehr schwer getan und wusste zunächst nicht, wie ich den Mann umsetzen sollte. Dann kam mir die Idee von Van Gogh und den Sonnenblumen. Da wir gerade in der Stadt ein Weinfest haben, bekam er noch ein Weinglas in die Hand. Das Bild hat die Größe 29x20, also A4. Ich habe mit Fineliner vorgezeichnet und schließlich mit Aquarellfarben koloriert. Ja, die Vorlage, wie man den Mann umsetzen soll, ist eben nicht so einfach, weil er schon ein bisschen umgesetzt ist, also die Figur, die Statue ist schon eine Interpretation und da kann man nicht von einem natürlichen Faltenwurf ausgehen, auch die Kontraste sind sehr stark, auch die Haltung ist anders, man sieht auch nicht, ob er steht oder sitzt, das ist effektiv so, der Boden fällt, also das Bild zieht einem den Boden unter den Füßen weg, rein optisch ist noch schwer, da eine Haltung, eine Konstanz hier zu finden. Aber ich finde die Idee von den Sonnenblumen von Van Gogh. Van Gogh habe ich sofort gesehen, natürlich nicht nur wegen den Sonnenblumen, sondern auch das Gesicht. Das passt ausgezeichnet. Und was mir am besten gefällt, ist, wie gesagt, ja, deine Umsetzung.
statt der Figur effektiv Van Gogh hier zu nehmen, die Sonnenblumen da reinzusetzen, die Bank und das Ganze ganz frei, ganz neu zu erzählen, also in ganz einen anderen Kontext zu setzen. Und dass du dich da das getraut hast und ja, deine Gedanken, deine Fantasie freien Lauf gelassen hast, das ist diese Stärke des Bildes. Und wie ich finde, was, also, beziehungsweise ich finde, was schade ist, dass du auch dieses Haus dann im Gegensatz zu der, zum Vordergrund wie 1:1 übernommen hast. Ich weiß, die Vorlage ist sehr dominant, also das Haus ist sehr dominant in der Vorlage. Es thront da über allem und ist ein Riesenklotz. Aber das war auch Absicht, um zu schauen, wie geht er damit um. Und manchmal ist das ganze Haus dann wie effektiv im Hintergrund. Hier hast du es aber relativ wie fast überdeutlich gezeichnet. Also im Vergleich, wenn ich jetzt die Figur anschaue, diese Striche hier auch von der Bank, die sind ein bisschen leichter, wie jetzt zum Beispiel jetzt diese Striche hier beim Haus, vor allem bei den Fenstern. Die sind alle sehr detailliert gezeichnet und akzentuiert. Wir haben hier da die Einkerbungen nochmals und also fast wie eine architektonische Studie. Und da frage ich mich dann auch, war das Haus wirklich effektiv so wichtig für dich? Für das Bild ist es nicht unbedingt. Da ist ganz klar die Figur, Van Gogh, die Sonnenblumen sind da wichtig. Der Rest ist so Beigemüse. Und das Haus zieht wie dann den Fokus weg vom, von der Figur und von den Sonnenblumen. Das finde ich da schade. Aber ich verstehe schon die Vorlage, ja, das ist so dominant, dass man sich da effektiv bewusst abgrenzen muss und sagen muss, okay, hey, Haus, bleib weg. Ich mache jetzt nur meine Figur. Und das ist nicht nur dir passiert, sondern auch anderen, dass man da zu viel Energie oder zu viel Detailtreue da verwendet hat, dass man sich da zu viel im Detail verliert. Und das Haus springt dann richtig in den Vordergrund, obwohl es eigentlich nur eine Background, also Hintergrundstory spielt, ein bisschen so die Szenerie abbildet, ein bisschen im, ja, im Himmel verschwinden sollte oder könnte. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier die Sonnenblume, die hinteren da anschaue, da hast du effektiv noch viel feiner mit dem Fineliner gearbeitet als jetzt hier zum Beispiel. Und dann fällt das, diese korrekte Strichführung, diese Tiefenperspektive ist hier noch korrekt umgesetzt und da drehst du das Ganze wieder um und machst wieder harte Striche und somit kommt das Ganze nach vorne. Eigentlich jetzt rein theoretisch sollten ja diese Striche hier ungefähr gleich locker sein wie jetzt ja, diese hinteren Sonnenblumen, also vielleicht sogar noch leichter, noch lichter. Somit hättest du noch mehr Tiefenperspektive geschaffen, aber so tust du das Ganze wie gegenüberstellen und das Haus nimmt wie ja, zu viel Raum ein im Bild. Das ist das Einzige, was ich jetzt schade finde. Aber insgesamt ist, ich mache noch diese Zeichen hier weg, aber insgesamt ist ja, die ganze Farbgebung, die ganze Stimmung in sich wunderbar warm, einladend, ein bisschen nachdenklich, auch die Figur natürlich mit dem Weinglas, da ist viel Poesie drin, viel, ja, viel Geschichte, sehr zugänglich und ich finde es sehr, sehr sympathisches Bild. Auch vom Aufbau her finde ich sehr gut, dass du auch den Raum gelassen hast, links, rechts ein bisschen Passepartout, ein bisschen Rand, damit das ganze Bild ja besser atmen kann, auch sehr schön mit dem Himmel, nur angedeutet ohne Fineliner zum Glück, das braucht es dann effektiv nicht. Das Einzige, was ich noch bemeckern könnte in der Figur, in der Vorlage, ist sein Kleid, also beziehungsweise seine Weste deutlich zu sehen. Das Einzige, was mir hier ein bisschen so komisch vorkommt, ist das jetzt ein Pullover oder mir fällt ein bisschen Zeichnung drin. Also was passiert jetzt da unter seiner Jacke? Das ist das Einzige. Vielleicht hat es mit der Vorlage zu tun. Wenn ich jetzt die nicht kennen würde, hätte ich gesagt, ja, der trägt einen blauen Pulli. Fertig. Okay. Aber ja, das ist das Einzige. Ansonsten nada. Und wie gesagt, ja, mit den Strichen, Tiefenperspektive. Das Haus ist sehr dominant, da muss man sich dann davon effektiv lösen.
Und auch diese zwei Fenster hier, ja, das sind schwarz da zugedeckt. Das ist auch sehr, nicht dämonisch, aber sehr so mysteriös, fast gefährlich. Da sind einige in diese Falle reingetappt. Aber vielleicht könnte es sein, dass das Haus vielleicht etwas mit der Person zu tun hat. Da braucht es dann eine zusätzliche Erklärung, aber so für sich alleinstehend als Bild. Achte noch vielleicht eben, wie gesagt, auf diese Linienführung, auf die Tiefenperspektive. Was vorne ist, ist stärker, dicker, größer, kräftiger. Was weiter hinten ist, ist dann natürlich dann lichter, leichter und dünner. Okay. Ja, Birgit, vielen Dank für deinen Beitrag. Gehen wir zum nächsten. Okay, der nächste Beitrag ist von Corinna. Corinna, vielen Dank für deine Worte und dein Bild. Du schreibst mir, der Frosch in der Hand passt einfach besser zur Natur. Gemalt habe ich mit Buntstiften und es hat einfach Spaß gemacht. So lange male ich noch nicht und es fällt mir nicht leicht, alles so umzusetzen, wie es in meiner Vorstellung ist. Da muss ich wohl noch üben. Den Hintergrund habe ich sehr einfach und wenig ausgearbeitet gestaltet. So steht die Figur im Mittelpunkt. Und ja, genau, die Vorlage könnt ihr ja so frei interpretieren, wie ihr möchtet. Das ist ja alles euch überlassen, beziehungsweise dir überlassen. Also ich finde, die Umsetzung ist sehr ausdrucksstark. Dass du noch nicht so lange zeichnest, finde ich diese Zeichnung effektiv, ja, stark, also kräftig. Nicht nur, weil die Figur im Zentrum steht. Und ich finde es gut, dass du das Ganze so umgesetzt hast, dass es für dich stimmt. Das ist ja wichtig, dass man die Elemente aus dem Bild herausnimmt oder akzentuiert, die einen auch ansprechen und die einen wirklich dann effektiv faszinieren, dass man so sich die Themen auswählt. Und da kann man auch ja, die einzelnen Materialien ausprobieren oder auch so mit den Strukturen und Mustern umgehen, wie es dann für dich selber stimmt. Und hier, finde ich, hast du auch die Tiefenperspektive sehr gut getroffen. Die Figur ist erstens zentral und sehr stark, also sehr kräftig mit den Kontrasten. Und das Ganze wird dann nach hinten ein bisschen lichter und feiner, auch mit der Farbgebung. Auch wie du das ganze Bild platziert hast, dass er den Kopf frei hat, dass du keinen Himmel gemalt hast, sondern nur Papier sein gelassen hast, finde ich hier sehr stark. Macht die Figur umso präsenter im Bild, also auf dem Blatt. Das ist eine sehr schöne Signatur, gefällt mir, sehr klassisch. Auch das ist wichtig vielleicht. Und auch so kleine ja, Muster, wie du jetzt hier gezeichnet hast im Gras, finde ich ganz stark. Kleine Striche, aber die machen das Bild effektiv sehr reich. Auch hier ein bisschen so etwas. Das sind Details, aber ja, aus Details besteht ja das Bild. Und diese Spielereien unbedingt so beibehalten. Ich finde auch die Idee vor allem mit dem Frosch sehr schön. Ich weiß nicht unbedingt, ob Hugo da irgendeine Geschichte mit einem Frosch geschrieben hat. Aber ich finde den Bezug zur Natur, dass man hier im Hintergrund ein bisschen Grün hat und er hat in der Hand hier ein bisschen das Grüne, passt sehr schön. Den Frosch finde ich sehr, sehr herzig, sehr liebevoll. Auch der Komplementärkontrast zwischen Rot, roten Augen und seinen Fingerchen, den Fingerkuppen, dem Grün des Frosches sehr schön. Und eben die Musterung mit den Farbstiften gibt dem ganzen Bild noch ein bisschen Leben, also ein bisschen genau das Leben, das es braucht. Also das ist ja das Spannende daran, was, wenn du sagst, du zeichnest noch nicht so lange, da sehe ich effektiv deine Stärke, dass du effektiv dann mit den Farbstiften noch mehr Struktur hinbekommst, dass du dann noch mehr experimentierst und du legst ja schon sehr viel Schichten an, also das sieht man auch, da sind mehrere Schichten übereinander gelegt und da liegt ganz viel Potenzial drin und das Ganze gibt dem Bild eine ungemeine Dichte. Und das wirkt auch viel, viel plastischer, als wenn man nur einfach ausmalt. Was ich dir da noch mitgeben könnte, jetzt vor allem in Bezug auf die Figur, geh ein bisschen noch mehr mit der Form mit. Du bist hier schon zum Teil mit der Form mitgegangen, aber vor allem dieser Bereich hier, in diesen Flächen, wirkt ein bisschen flach. Also man spürt da wenig Wölbung. Klar, hier haben wir ein bisschen Schatten, aber das könnte auch so ein flacher Stoff sein, aber da bei diesen Sachen liegt da viel mehr Potenzial, dass man so für ein bisschen wie hier mit diesen Strichen oder mit dem Hell-Dunkel noch ein bisschen
reingeht und ein bisschen ja, wie Struktur in die Materie hineinbringt. Das ist dir hier schon besser gelungen, aber da liegt dann effektiv Potenzial auch in dieser Schichtung von Farbstiften, von Farben. Und da kannst du dich ruhig da Stück für Stück oder Schicht für Schicht, ein bisschen an das heranwagen. Da macht das auch nichts, wenn da irgendwas mal in die Hose geht und nicht so sein sollte. 2-3 Tage später siehst du es dann nicht mehr effektiv. Aber dann ist da immer noch die Struktur und diese Plastik in der Zeichnung, die das Ganze dann für das Auge interessant macht und spannend macht. Also wirklich da arbeite weiterhin an den Schichten. Im Hintergrund das auch sehr schön mit Gelb, mit Blau, mit Grün. Auch hier hast du sehr schön geschichtet. Das ist auch sehr schön gemacht hier mit diesen Strukturen. Also da hast du ganz viel Potenzial dahinter. Und ja, wie gesagt, konzentriere dich weiterhin auf diese Objekte, die dir Spaß machen, die dir eventuell leichter von der Hand fallen. Dann wirkt das Ganze auch auf dem Blatt wie hier viel präsenter und viel stärker und du kommst dann besser klar damit zurecht. Okay, Corinna, vielen Dank für deinen Beitrag. Gehen wir doch weiter. Okay, das nächste Bild ist von Damian. Damian, vielen Dank für deine Worte und deine Einsendung. Du schreibst mir, es ist im A4-Format gemalt, Tusche, Bleistift, Aquarell. Das erste Mal mit Aquarellstiften etwas vorgezeichnet. Ich habe mich so auf das Format, das Foto konzentriert, dass ich mal wieder nicht daran dachte, nicht bis zum Papier anzuzeichnen. Und dann war es schon zu spät. Genau, du musst auch keine neuen Bilder zeichnen. Es muss für dich stimmen. Aber wenn du findest, ja, es braucht noch eine zweite Zeichnung, oder dann mach es ruhig. Aber jetzt effektiv für dich, für deinen Prozess, jetzt nicht unbedingt jetzt für mich oder für die Aufgabe selber. Genau, ich würde trotzdem gerne Kommentar zu meiner Farbauswahl, Komposition hören. Menschliche Figur auf Papier festzuhalten ist für mich schwierig, aber ich will mich noch weiter darin üben. Okay, da ist am besten zu üben, zu zeichnen. Am besten ist es live zu zeichnen, Menschen auf der Straße, wenn du die Möglichkeit hast. Oder es gibt ja auf YouTube Videos, wo sich die Personen wechseln, also live zeichnen. Und das finde ich immer besser als von Fotovorlage, weil wenn sich, egal jetzt ob auf Video oder oder live, wenn sich die Person bewegt, sieht man auch die Bewegung, Faltenwurf, wie sich die Muskeln bewegen, wo ist die Spannung, wo ist die Entspannung im Körper. Und man bekommt einen Gesamteindruck der Figur, auch von den Proportionen her. Das macht einem das Ganze leichter zu begreifen und abzuzeichnen. Oder einen Charakter zu definieren, den man dann zeichnet oder etwas überzeichnet, also immer besser. Und dann hast du auch mehr Möglichkeiten, dir vielleicht einen Platz zu suchen oder eine Figur oder einen Ausdruck zu suchen, jetzt im Video, wo dir eher entspricht, wo dir leichter fällt. Anyway, aber wie gesagt, ums Üben kommst du nicht herum, das gehört dazu. Genau zu deinem Bild. Du hast hier mit Aquarellstiften gemalt. Okay, grundsätzlich, dass du jetzt links und rechts an den Rand gegangen bist, macht in diesem Kontext nicht so schlimm, aber weil du oben und unten den Raum gelassen hast. Also das Bild hat trotzdem die nötige Luft, um zu atmen. Auf der linken Seite sehen wir da schon ein bisschen einen Rand und das genügt ja auch schon. Okay, zum Bild. Ich finde es gut, dass du die Tiefenunschärfe eingefangen hast. Und dir das Ganze so einfach gemacht hast, dass es für dich stimmt. Das ist zentral, effektiv, wichtig. Die Figur ist ganz klar, ja, kräftiger akzentuiert, gezeichnet, mit den Kontrasten gehalten. Der Hintergrund ist dann effektiv auch der Hintergrund mit ganz dünnen Strichen, kleinen Farbklecksen. Das ist somit wie das Wichtigste an diesem Bild oder jetzt in dieser Interpretation, damit wir effektiv diese Ebenenzeichnung, diese Ebenen verstehen. Auch klar ist, was effektiv die Hauptrolle spielt in dem Bild und was nicht. Auch die Farbintensität, die Figur ist ein bisschen kräftiger als der Hintergrund, das passt auch. Bei vielen ist ja auch noch das Ding, dass das Haus im Hintergrund sehr dominant, also auf der Vorlage wirkt das Haus sehr dominant, sehr kräftig, sehr groß und viele waren wie so eingeschüchtert durch das. Also ich sah dann auch bei ganz vielen die Zeichnung der Fenster, also wirklich die Details, die jetzt im Gesamtkontext dann wirklich nicht so wichtig waren, aber das Haus war so dominant, dass man das wie machen musste, in die Falle tappte. Hast du jetzt hier nicht gemacht. Das finde ich ja eben ja gut darin, dass du diese Ebenen, diese
Tiefe da eingehalten hast. Obwohl das Ganze sehr zeichnerisch, sehr, sehr ja, luftig, locker und impressionistisch wirkt, bekommt es eben durch diese tiefen Unschärfe, diese Kontrasteinhaltung einen kleinen Bezug zur Realität und wirkt durch das auch authentisch, verständlich vor allem, das meine ich mit authentisch, verständlicher. Zur Figur, wenn du sagst, ja, du kannst Menschen noch nicht gut zeichnen, sie muss nicht richtig gezeichnet sein, die Figur, die ist ja schon sehr frei interpretiert in der Vorlage, die ist ja schon sehr, sagen wir mal, hingeklatscht und sehr so, ja, frei formuliert. Wichtiger ist hier der Ausdruck und der Charakter und den hast du hier gut getroffen. Ist eine nachdenkliche Figur, in sich ruhende Figur. Er blickt so auf die Seite, aber er blickt auch irgendwo ins Nichts hinein, als würde er ja, nachdenken. Das passt so. Und, alles andere ist ja, wie irrelevant. Also ich nehme der Figur ihre Haltung ab. Ich kann mich leicht in sie hineinversetzen. Das ist viel wichtiger als korrekte Proportionen. Ich kann mich ein bisschen in diese Geschichte einfühlen. Und das finde ich dann effektiv umso stärker, wenn du das in einem Bild schaffst. Also jetzt mit einer Person natürlich, wenn das nur Gegenstände wären, wäre da was anderes. Aber hier kann ich einen Bezug zum Charakter herstellen. Okay, das war es von meiner Seite aus. Damian, vielen Dank für deinen Beitrag. Gehen wir zum nächsten. Der nächste Beitrag ist von Daniela. Daniela, danke dir für deine Bilder. Du schreibst mir, mir hat der Widerspruch von Literatur und Handy fasziniert, falls ich das Bild richtig interpretiert habe und versucht, das irgendwie umzusetzen. Genau, die Vorlage war nicht so, also auf dem Foto sieht man da ungefähr, was es sein könnte in der Hand. Ich wurde auch ein paar Mal gefragt, was es ist. Es ist kein Handy, es ist eine Taschenuhr, eine klassische antike Taschenuhr zum Aufklappen. Aber anyway, das irgendwie, also das passt schon in deine Interpretation, ist auch eine Art Uhr, ein Handy. Du hast das sowieso ganz frei interpretiert und du hast mir zwei Bilder geschickt, ganz spannend, zwei völlig unterschiedliche Bilder. Also ein Aquarellbild und dann ein, ja, eine illustrative Umsetzung, in das man eintauchen kann. Das ist so die klassische Umsetzung, das Aquarell. Und ich möchte gar nicht beide miteinander vergleichen, sondern sie separat anschauen. Und ich denke, mit diesem Bild hast du dich wie warm gemacht dann für das andere. Bist du klassisch an das Ganze herangegangen? Ich da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, nehme ich jetzt mal an. Okay, die Vorlage war schon sehr dicht und fast schon übervoll, absichtlich. Und ich wollte schauen, wie ihr dann effektiv damit umgeht, mit dieser Fülle, mit diesem Detailgrad. Das Einzige, was mir an dieser, also negativ aufgefallen ist, was ich schade gefunden habe, dass du dich zu sehr vom Motiv hast einnehmen lassen, im Sinn von 1:1 Umsetzung. Da ist schon sehr viel in der Vorlage drin. Und ich finde, auch hier hast du sehr viel reingepackt, so ganzen Flächen, das ist alles sehr, sehr dicht, vor allem das Haus hier, auch die Figur hier. Die einzelnen Elemente sind für sich, die stehen tipptopp, aber zusammen kämpfen sie miteinander. Im Sinn von, was ist vorne, was ist wichtiger? Das Haus ist schon sehr dominant und es nimmt hier auch sehr viel Raum ein. Die Büsche sind auch, die wollen auch ihren Platz haben. Die Figur und das untere Drittel werden so an den Rand gedrängt, aber kämpfen auch mit Kontrasten. Und das ist so ein bisschen, da kommt viel zusammen und ein bisschen zu viel zusammen. Fällt mir ein bisschen noch die Leichtigkeit. Von den Proportionen, von den Farben her, alles tiptop. Auch von der Lichtstimmung. Aber wie gesagt, es ist alles noch sehr, sehr dicht und ja, sehr voll. Da ist effektiv weniger mehr. Also wenn du da, man kann immer noch etwas draufpacken. Also wenn du das Bild 2-3 Tage später betrachtest, kann man sagen, ja, da braucht es vielleicht noch eine Struktur oder noch ein bisschen Tiefe, ein bisschen Schwärze, was auch immer. Meistens braucht es dann das nicht, aber hinzugeben kann man immer, wegnehmen kannst du dann nicht mehr. Also da würde ich dann effektiv nicht zu viel wollen, sondern langsam das ganze Bild aufbauen und effektiv 1-2 Sachen aus dem Bild herausnehmen und diese als in den Vordergrund stellen, die Hauptrolle spielen lassen und den ganzen Rest effektiv nur als Kulisse betrachten und ein bisschen andeuten. Das genügt dann auch schon. Okay, kommen wir zu diesem Bild, wo du dann, wo das effektiv eine komplett andere Story ist, du den Victor auch einen ganz anderen Kontext ja, setzt. Rein gestalterisch gesprochen funktioniert das Bild in sich sehr gut. Es ist ein illustratives Bild. Es bringt viele Geschichten zusammen, die sich da ergänzen, die sich da gegenüberstellen.
stehen und man fühlt sich an vieles erinnert. Das funktioniert so für mich als illustrative Arbeit absolut. Es könnte in einem Geschichtsbuch stehen, in einem Magazin, in einem vielleicht in einem Schulbuch. Ich finde es eine ganz, ganz schöne Idee, auch dass er das Handy in der Hand hält. Das bringt das Ganze in die Jetztzeit, in die Gegenwart. Auch ganz speziell, dass du hier die Schrift schwarz gehalten hast. In diesem Sinn gut, es wirkt ein bisschen so, oh, schwarze Schrift, sehr dominant. Aber Schrift in einem Bild zu integrieren ist ziemlich, ziemlich schwer. Das ist eine Sache für sich. Dann wird es schnell plakativ oder grafisch. Also es ist gar nicht einfach. Die Schrift muss dann effektiv ein Teil des Bildes sein und nicht unbedingt irgendwie noch, oh, da muss noch Schrift rein, raufgesetzt, dann funktioniert es nicht. Hier funktioniert es, weil du eben die Schrift quer und hoch und in das Bild eingesetzt hast. Du hast sie auch zum Teil hinter die Objekte gesetzt, wie jetzt hier rechts, das Äffchen, wo die Schrift verdeckt. Das finde ich sehr gut. So wird die Schrift, die Typografie auch zu einem Element des Bildes, obwohl sie jetzt hier sehr stark ist, sehr schwarz und den größten Kontrast bildet. Aber der ist so direkt und so bewusst, dass er auch wieder funktioniert, genau deswegen dem ganzen Bild noch eine zusätzliche Ebene gibt. Also die Umsetzung, die Idee an sich finde ich klasse, dass du das Ganze so wie umgedreht hast und aus dem Haus mache ich ein Buch. Das ist eine ganz, ganz große Stärke, diese Fantasie, diese volle Fantasie in diesem Bild. Und das Ganze lebt, es ist frisch. Die klaren und reinen Farben passen jetzt zu der Szenerie. Macht wirklich Spaß, dieses Bild anzuschauen. Okay, das ist jetzt mein Input. Also Daniela, vielen Dank für deine Beiträge. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Gehen wir da zum nächsten. Gut, der nächste Beitrag ist von Doris. Doris, danke dir für deine Bilder und Worte. Du schreibst mir, das erste Bild ist eine Ölskizze in DIN A4. Das Ölbild ist 30x40 cm groß. Die Skizze gefällt mir viel besser. Ich fand das Motiv schwierig. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, du hast mir diese zwei Bilder geschickt. Aber ich denke, diese Bilder, das ist, ist das linke vielleicht die Skizze und das rechte das Ölbild, weil bei beiden sind zum Beispiel die Hände jetzt hier, diese Struktur, fast identisch, also fast eins zu eins identisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Mundbereich anschaue und das hier, das ist so wie eins zu eins. Dieser Punkt hier, siehst du, das hier, das ist auch hier. Und darum denke ich, dass das gleiche Bild ist, einfach weitergemalt. Und die Skizze hast du mir nicht mitgeschickt. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall. Oder vielleicht ist das linke Bild effektiv dann die Skizze, aber es ist wirklich ja, die Formate sind ja anders. Darum bin ich da nicht ganz sicher. Okay, jetzt ja, ich kann ja nur das beurteilen, was ich hier sehe. Und wenn jetzt das linke Bild die Skizze wäre, sage ich mal, mir gefällt das linke Bild besser, weil es malerischer ist, weil es lebendiger ist, ein bisschen impressionistischer. Und man spürt, man sieht auch die Pinselstriche, die Pinselstruktur im Gegensatz zum rechten Bild, wo auch die Figur, vor allem die Figur, jetzt abgesehen jetzt von diesem grünen Hintergrund, Pflanzen, die Figur ist ja weich gezeichnet, da ist alles nivelliert, wie ausradiert fast. Du wolltest dann das Ganze schön halten vielleicht, vielleicht klassischer, öliger malen. Ist noch eine schwierige Technik dann, das Ganze ja, authentisch wirken zu lassen. Darum im Vergleich dazu die linke Seite, das ist so eher für mich dann ein Bild, weil ich liebe Pinselstriche sowieso, vor allem in Ölbildern, dass man die Haptik, die Struktur des Pinselstrichs sieht. Für mich macht das Bild dann lebendiger oder einfach spannender, einfach anzuschauen. Und auch diese Strukturen wie jetzt Fenster, diese Vorzeichnung, dass das Rot, das ist so, sind kleine Details, aber die sind auch spannend anzuschauen, auch dass du die Fenster nicht ausgemalt hast, sondern auf den blauen Hintergrund ein bisschen sein gelassen hast, die Grundierung vielleicht. Das gibt dem Ganzen so eine, da kann ich jetzt reinblicken. Und auch die Farbe erhöht das Ganze und das Blau wirkt ein bisschen frischer. Du kannst mir das gerne schreiben, ob ich das richtig gesehen habe, ob das effektiv das gleiche Bild ist, ob da die Skizze noch nicht dabei ist oder ob das linke Bild effektiv die Skizze ist. Aber ich finde eben diese Rohheit, diese Unmittelbarkeit im linken Bild viel, viel stärker als jetzt im rechten und wirkt für mich auch viel professioneller, viel
eigenständiger durch das. Du hast eine wirklich starke Pinselarbeit, Pinselstruktur und die muss man nicht wie weichzeichnen, wie schöner machen. Das ist an sich schon sehr stark und sehr schön. Und da würde ich unbedingt dabei bleiben, bei dieser spontanen Unmittelbarkeit. Ja, das ist so, was ich dazu sagen kann. Also Doris, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dir da weiterhelfen. Okay, die nächste Zeichnung, der nächste Beitrag ist von Elke. Elke, danke dir für deine Zeichnung. Und ja, es ist ein schönes Wiedersehen, effektiv. Du schreibst mir, ich war im Urlaub und hatte keine Zeit, etwas nach der neuen Bildvorlage zu zeichnen. Vor kurzem habe ich mal dein erstes Foto herausgesucht und versucht, es nachzuzeichnen. Ich nehme es hier sehr, sehr gerne auf, weil ich finde die Zeichnung wunderschön umgesetzt. Es ist so etwas schön Stimmiges, da brauche ich gar nicht die Vorlage nochmals hervorzukramen, weil es passt einfach alles hier. Ich kann mich wirklich da Millimeter für Millimeter da verlieren. Das ist alles, das passt hier. Ich finde das Papier sehr schön, wie es oben, also mal abgesehen von der Zeichnung, oben gebunden ist, dass du auch hier den Rahmen gelassen hast, seinen natürlichen Passepartout, der das Ganze organisch umschließt und nicht einfach kalt abgesetzt oder abgeklebt wurde, sondern einfach, dass du das mit einem kleinen Rahmen da gehalten hast, auch dass die Farbe ein bisschen herauskommt, ja, und dann zu der Zeichnung selber, da kann ich gar nichts mehr dazu sagen, dass du kannst das heraustrennen und das passt, es ist eine wunderschöne Illustration, ein Bild. Ich finde die Straße, also hier, es ist alles sehr frei gezeichnet, die Perspektive stimmt fantastisch. Ja, die Steine, die Elemente sind sehr organisch gezeichnet, ich finde die Farbgebung hier zum Beispiel beim Plakat, auch die Struktur von der Wand, dieser ganze blaue Boden, auch diese Wärme hier im Haus innen, wie du mit den Details dich da befasst hast, einfach leicht angedeutet. Aber das genügt ja auch. Ich sage mal nicht hingeschludert, aber wirklich sehr spontan reingezeichnet, absolut professionell, wunderschön. Beim Hund, das ist das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, bei Tieren oder bei Menschen, dass man gerne auf das Gesicht schaut. Der Rest ist dann wie egal, aber das Gesicht oder der Kopf sollten dann irgendwie schon stimmen. Eigentlich, mir fällt hier noch wie ein Auge oder einfach nur dieser kleine Bereich ist ein bisschen für mich komisch oder nicht ganz korrekt oder nicht ganz stimmig im Vergleich zum anderen. Aber das ist das Einzige. Man erkennt schon einen Hund oder den Dackel. Das ist jetzt mein Eindruck, das ist so irgendwas Böses, muss ich ja sagen. Bei den Gesichtern, ja, aufpassen. Der Pinocchio ist wunderbar gerungen. Auch hier da diese Gesichter und auch hier diese Figuren, top. Wie gesagt, dieser kleine Hund. Ich zeichne Tiere sehr, sehr schlecht. Und ich weiß, dass bei Menschen kann man sich da gewisse Sachen aneignen oder memorisieren und dann kann man sie wie aus dem Kopf da runterleiern. Bei Tieren ist es noch schwierig, je nach Tier, je nach auch Hundeart, Hunderasse, wenn dann die Nase nicht stimmt oder die Ohren nicht stimmen, dann ist das komplett eine andere Rasse oder ein komisches Tier dann. Habe ich jetzt kürzlich gemerkt, habe einen Vogel gezeichnet, einen Raben. Und da genügt es schon, wenn der Schnabel eine gewisse Wölbung hat, die ein Rabe nicht hat, dann ist es kein Rabe mehr. Es ist markant, aber da braucht es so wenig, um das Tier dann irgendwie schräg oder komisch wirken zu lassen. Also nicht absichtlich schräg, sondern einfach irgendwie leicht falsch oder unbedarft. Und da tappe ich ständig in Fallen rein. Eben, wie gesagt, vor allem bei Tieren finde ich mega schwer, dass man da die Charakteristika des Tieres da effektiv üben muss. Und für jedes Tier da die einzelnen Elemente wie heraussuchen muss, was macht dieses Tier einzigartig, auch was Bewegung angeht und natürlich auch ja, die Körper, die Physis. Und das finde ich ja ein paar Nummern umso schwerer. Darum beharre ich jetzt vielleicht auf diesen Dackel, auf diesen Kopf, dass wenn man Tiere zeichnet oder wenn nicht Tiere zeichne, dass man sich da effektiv das Ganze wie im Hinterkopf behalten muss, dass es sehr wenig braucht, damit das Tier ein bisschen nicht richtig wirkt. Also darum bin ich da ein bisschen penetrant jetzt auf dem Kopf herumgeritten. Aber das ist so ja, meine Erfahrung damit. Und da muss ich auch sehr viel üben und mich jedes Mal auch mit einer Vorlage beschäftigen.
auch wenn ich das Tier abstrahieren möchte, muss es doch gewisse Elemente haben, die das, ja, das Tier, ja, die Merkmale des Tieres tragen und so weiter. Bei Menschen ist das einfacher, weil ich ja ständig Menschen zeichne und ja, so wie. Aber die Szene, die Struktur, die Anmutung und die Atmosphäre im Bild ist wunderschön. Und ja, ich danke dir wirklich für diese Einsendung. Richtig Freude daran. Also, wenn du beim nächsten Mal mitmachen möchtest, ich werde was wahrscheinlich dann die nächste Woche aufschalten. Bildvorlage Nummer 4. Wenn dir die Zeit dann natürlich reicht, sehr gerne. Okay, das war's von meiner Seite. Also, vielen Dank für deinen Beitrag, Elke. Dann gehen wir doch zum nächsten. Ja, der nächste Beitrag ist von dir, Frank. Vielen Dank für deine Bilder und deine Worte. Du schreibst mir: Mit dem aktuellen Bild hatte ich diesmal so meine Probleme. Einerseits schaut die Figur nicht ins Bild hinein, sondern aus dem Bild heraus. Andererseits ist die Sitzbank oder Mauer im unteren Bildbereich für meinen Geschmack etwas zu eintönig, was man ja ändern kann dann in der Interpretation. Auch durchschneidet die Dachlinie den Kopf der Hauptfigur. Vielleicht bin ich da von der Fotografie zu stark beeinflusst. Ich habe trotzdem versucht, mit meinen Fähigkeiten die Szene einigermaßen umzusetzen. Hierzu habe ich zunächst die Hauptfigur einzeln zu zeichnen versucht, da ich damit aber nicht zufrieden war und auch noch einige Versuche neben den angehängten Bildern unternommen hatte, hatte ich wohl etwas die Geduld verloren. Dank beruflichen Zeitdruck-Ausrede habe ich mich dann doch für eine schnelle Skizze als finales Bild entschieden. Das ist das Bild Nummer 3. Und mir erlaubt, die Erstellung als YouTube-Short zu zeigen. Habe ich gesehen, danke. Okay. Ja, genau, also wenn man da Vorstellungen hat, wie ein Bild auszusehen hat, kann vielleicht im Weg stehen, aber ich verstehe das schon. Die Vorlage war nicht einfach und ich habe da auch ein paar, ja, so Blitzer eingebaut, wie zum Beispiel die Dachlinie oder auch die Diagonale oder zum Beispiel die Unschärfe, die ja gar nicht da war. Das Bild war ja durchgängig scharf und auch das Haus im Hintergrund war sehr, sehr dominant. Fast schon zu stark für dieses Bild, aber ich wollte ja schauen, wie ihr damit umgeht. Und du hast mir jetzt 4 Bilder gesendet. Du schreibst mir ja Bildvorgabe Nummer 3, also Bild 4, sorry. Das letzte Bild ist dann dein finales Bild. Ich habe sie da umbenannt zur Vereinfachung. Okay, ich finde auch das fertige Bild, Bild 4, am gelungensten, weil es eben so das Ganze in sich zusammennimmt, auch stimmig ist und ja am spannendsten anzuschauen ist von der Struktur, von der Handhabung der Linien, auch von der Farbe. Das Ganze wirkt auch sehr locker, luftig, dahin gekritzelt, sage ich mal, positiven Sinn. Aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Bild 3 hier, dieses Bild, wenn ich jetzt dieses Haus hier anschaue und dann zum Bild 4 hinübergehe wieder, da ist ganz deutlich der Sprung zu sehen, wie du jetzt im Bild 4 diese Lockerheit da gefunden hast und auch diese Unbefangenheit gefunden hast. Und hier wolltest du nach architektonisch richtig korrekt zeichnen, mit Perspektive und Linien und so. Und das ist, finde ich, jetzt viel, viel besser, weil viel luftiger, einfacher. Und es betont auch besser die Luftperspektive, die Tiefenunschärfe. Die Figur vorne ist viel stärker, viel kantiger, kräftiger auch im Vergleich zum Hintergrund, der da sich ein bisschen Licht da herausnimmt. Somit steht das Bild auch für sich. Die Figur ist auch schön in der Mitte. Das gibt dem Ganzen auch noch eine gewisse Prägnanz und Wichtigkeit, dass sie da so stolz mit breiten Schultern da sich die Mitte einnimmt. Und vor allem auf einem kleinen Format macht das umso mehr Sinn. Wenn du dir zum Beispiel Büchergestaltung anschaust, also vor allem Romane oder kleinere Bücher, das meiste ist zentriert effektiv, Zentralperspektive, weil auf einem kleinen Raum ist das wie die stärkste Kraft, um das meiste herauszuholen aus dem Format. Bei größeren Formaten kann man dann schon spielen, dass etwas eher links steht oder aus dem Bild ein bisschen herausragt. Aber bei kleinen Sachen ist diese Hauptzentrale, da diese Mittellinie, effektiv die stärkste. Hast du auch hier gezeigt, beim Bild 1 und Bild 3 nur die Figur ins Zentrum zu stellen. Auch die breiten Schultern, das ganze Männliche der Figur noch mehr zu betonen. Das gibt die Figur ja her und das braucht es auch.
Und gut hast du das Ganze in die Figur 4 da mit eingenommen. Also eben diese, das Kräftige, das Breitschultrige, das passt auch sehr gut zur Figur selber. Gut hast du hier auch reine Farben verwendet, zweifarbig grün und rot. Auch dieser Kontrast ist sehr schön, gibt dem Ganzen noch ein gewisses Spiel, der Farbkontrast. Auch finde ich gut, dass du das Ganze in der Seite behalten hast mit den Rahmen links, rechts, oben, unten. Somit kann das die Zeichnung auch ein bisschen atmen und sich da frei entfalten. Und wie immer finde ich schön, da oben links hast du etwas hingeschrieben, unten rechts das Datum. Und das passt auch sehr gut zur Seite, zur Seitengestaltung, ein bisschen Schrift reinzubringen, schön an den Rand. Somit kann das Bild auch für sich ein bisschen wirken und wird trotzdem durch diese Schrift oben und unten ein bisschen eingerahmt. Auch, dass du hier eine andere Farbe genutzt hast, jetzt bei deiner Signatur und dem Datum und hier oben rechts schwarz dann gehalten hast. Kleines Detail finde ich aber auch sehr spannend und passend auch. Ich glaube schon, dass es eine andere Farbe ist. Vielleicht nicht bewusst, aber ich finde, es passt gut. Und ja, klar, Bild Nummer 3 und Bild Nummer 1 sind für mich gesehen einfach Suchskizzen und sich da leichtes Herantasten an das finale Bild gehört dazu. Möchte ich jetzt nicht unbedingt näher kommentieren, weil, wie gesagt, hast da weiter gesucht. Ich finde jetzt Bild Nummer 1 klar kräftiger. Da hast du wahrscheinlich da mehr Energie reingetan, dich effektiv da mehr mit der Figur beschäftigt, auch mit der Struktur im Vergleich zu Bild Nummer 3, wo dann effektiv nur die Outlines und die Form wichtig war, um die Figur vielleicht ein bisschen in dieser Hinsicht zu erfassen. Und da hast du in Bild Nummer 2 dann die Szenerie versucht dann einzufangen und sich da damit warm zu werden. Ja, ich finde spannend, wie du allgemein das gesehen hast, dass du mit der Kopflinie, dass die Dachlinie da gestört hat. Mich stört sie da nicht unbedingt, weil der Kopf dann effektiv bewusst aus der Dachlinie herausschaut, also nicht sie irgendwie berührt. Das wäre dann irgendwie störend gewesen, sondern effektiv darüber hinaus geht. Das geht dann auch für mich, weil ja so die Formen auch besser ja, sichtbarer sind und erkennbar bleiben. Manchmal braucht es 3, 4, 5 Skizzen, damit man effektiv zum finalen Werk kommt. Grundsätzlich finde ich eben, die, wie gesagt, die Luftigkeit, das Nonchalante, das Lockere hier in der Zeichnung sehr, sehr schön. Manchmal braucht es eben effektiv diese Herangehensweise, bis man das erreicht. Das tut dem effektiv gut. Also ich finde es schön, dass du auch frei mit den Linien spielst, dir da die nötige Freiheit nimmst, die Elemente neu anzuordnen, wie es dann für dich stimmt. Das ist ja das Wichtigste. Dass es erstens leicht von der Hand geht und zweitens auch unbedingt Spaß macht, das Ganze zu zeichnen, also im Prozess zu bleiben. So kann man das vielleicht für das nächste Werk anwenden. Und es ist auch gut, sich mal mit einer Zeichnung, mit einer Vorgabe zu beschäftigen, die einem nicht gerade entspricht und dann trotzdem etwas drin findet, wie man das für sich umsetzen kann, dass es dann einem trotzdem Spaß macht und dann auch gut aussieht. Ja, ich danke dir für deine Einsendungen, Frank. Die Bildvorgabe Nummer 4 kommt bald. Vielleicht machst du auch damit. Ja, dann, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Dann gehen wir doch zum nächsten Beitrag. Gut, kommen wir zu deinem Beitrag, Franziska. Vielen Dank für deine Worte und dein Bild. Und du schreibst mir: Ich zeichne seit etwa über 3 Jahren mit einigen kleineren Unterbrechungen regelmäßig, davor gar nicht. Ich sehe mich noch immer als Anfängerin, aber nun merke ich, dass ich zumindest langsam immer besser Dinge abzeichnen kann. Große Schwierigkeiten habe ich noch mit Kontrasten, Schatten und Lichtern, insbesondere auch unter Einsatz von Farben. Okay, also schauen wir uns dein Bild an. Ja, groß Probleme mit Kontrasten, Farben sehe ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht. Klar, ich weiß nicht, ob das jetzt dein erstes Bild ist. Vielleicht hast du auch vorab Skizzen gemacht, aber ich denke mal, das ist das eine Bild. Also für das, dass du erst seit 3 Jahren mit Unterbrechungen zeichnest, ist das Bild sehr gelungen und in sich stimmig. Das ist eigentlich für mich auch gesehen das Wichtigste. Oder man betrachtet ja Bilder im Nachhinein nicht korrekt oder man hat ja keinen Anhaltspunkt, keinen Vergleich mehr zum Original, zu einer Vorgabe. Und somit ist das redundant, also ob das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist, sondern wirklich, es spielt eine Rolle, ob die Atmosphäre stimmt, ob irgendwie die Farben in sich stimmig sind und ob das Bild eine gewisse Dynamik, eine gewisse Spannung auch auf dem Blatt Papier erzeugen kann.
Und das hast du auch gut getroffen mit dieser Zentralperspektive, wo die Figur in der Mitte steht und einfach Raum für sich einnimmt. Ich finde es auch sehr gut, dass du dir deinen eigenen Ausschnitt geschaffen hast aus der, ja, ich finde, relativ schwierigen Vorlage, weil die war nicht einfach. Da hat es ein paar Fallen drin, wie zum Beispiel fehlende Tiefenunschärfe. Und du hast relativ stark vereinfacht oder stark abstrahiert. Man sieht auch ganz deutlich die, Moment, so, zum Beispiel diesen Baum hier hast du wie eingebaut bzw. von den Blättern befreit und auch schön hier aufgehört wachsen zu lassen. Also so eine, wie ein Objekt daraus gemacht. Ich finde, das macht es auch, also das überträgt es auf eine, wie eine, ja, Meta-Ebene, eine abstrakte Ebene. Und passt sehr gut zur Szenerie. Es ist dann wirklich wie eine, ja, Inszenierung auf einer Bühne, wo man dann die einzelnen Elemente zusammennimmt. Auch der Vogel hier, der ganz, ganz neue Vogel, ist ein liebevoller kleiner Punkt. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit Victor Hugo und seinen Gedichten bzw. Geschichten. Auf jeden Fall, du bringst die Natur näher zum Menschen bzw. zu der Person hier, wo sie dann keine Angst vor dem Menschen hat, sondern die beiden bilden durch diese Berührung wie eine Einheit. Somit bekommt das Bild noch eine, ja, tiefere Dimension oder eine tiefere Ruhe. Also jetzt für mich rein gesehen. Das finde ich sehr schön durch diesen kleinen Aspekt des Vogels. Was die Kontraste und Konturen betrifft, passt es auch, weil du sie unterschiedlich eingesetzt hast. Diese Bereiche hier, wo hell sind, sind effektiv am Licht, auch hier sehr schön am Gesicht. Und das Ganze ist dann im Schatten. Durch diesen bewussten Einsatz von Kontrasten bekommt die Figur auch die entsprechende Dimensionalität oder Fassbarkeit, wirkt auch durch das voluminös. Und was ich auch sehr schön finde, dass du die Figur stärker betont hast zum Hintergrund, der ein bisschen lichter und leichter auch in den Outlines, in den Konturen sich effektiv zurücknimmt und somit auch diese Tiefenperspektive ein bisschen verstärkt, so wirklich eine Szene schafft zwischen Figur und Hintergrund. Finde ich auch sehr gut, dass du nur diese Ausschnitte nimmst, die dir entsprechen, die dir auch weiterhelfen, mit denen du dich wohlfühlst. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass man, ja, das Bild für sich ein bisschen so zusammenstellt, eventuell auch die Perspektive ändert oder die Farben ändert, wie auch immer man das Bild wahrnimmt, also die Vorlage wahrnimmt. Okay, Franziska, ich danke dir für das Bild. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen da weiterhelfen. Dann gehen wir doch gerade zum nächsten. Und der nächste Beitrag ist von Inge. Danke für dein Bild, Inge, und deine Worte. Du schreibst mir, ich habe das Bild mit Bleistift, habe auf leicht vergilbtem Papier von nicht allzu guter Qualität im Skizzenblock versucht zu zeichnen. Mir gefällt schnelles Urban, also Urban Sketching gut, kann es aber nicht und mag gern wilde, freche, übertriebene Zeichnungen, kann auch das noch nicht. Es sieht immer so leicht aus, wenn jemand mit ein paar kraxeligen Strichen ein Bild aufs Papier wirft. Ja, das ist so. So ist also wieder eine brave, langweilige Zeichnung entstanden. Vielleicht kannst du mir bei der Besprechung ein paar Tipps dazu geben, wie man dahin kommt, sprich seinen Stil findet. Apropos Stilfindung, ich glaube, das vorletzte oder vorvorletzte Video dreht sich um Stilfindung bzw. warum man seinen Stil nicht findet. Ich verlinke es dir gerne in der Videobeschreibung unten. Kurz auf einen Nenner gebracht, Stil ist so etwas wie eine Handschrift. Und du kannst ja schreiben, was du möchtest. Du kannst auch extra schön schreiben, du kannst kalligrafisch schreiben. Aber irgendwie schlägt sich ja die Handschrift durch. Und die merkt man dann aber erst mit der Zeit, also mit der Übung. Da muss man zeichnen oder schreiben in diesem Kontext. Und also bei uns dann halt zeichnen und nochmals zeichnen. Und irgendwann erkennt man ja, die typische, nicht Handbewegung, aber die typische Handschrift. Egal, ob du jetzt etwas gemalt hast oder ob du etwas gezeichnet hast oder mit Ölpastell gezeichnet, gemalt hast und so weiter. Aber die persönliche Handschrift dann schlägt sich dann durch, sei es in Gesichtern oder in der Form von Menschen, im Aufbau der Zeichnung, in der Präferierung von speziellen Techniken, wie auch immer, oder von Stimmungen, von Lichteinsatz. Das ist auch so etwas, dass man merkt, okay, viel Schatten, das ist die oder jener. Und so kann sich Stil auch finden, also nicht unbedingt wie eine Zeichnung aussieht, sondern vielleicht wie eine Zeichnung wirkt und so. Also das ist nicht so einfach zu beantworten, aber
man muss einfach, ja, einfach weitermachen und dann kommt das schon, der Stil, den hast du bereits, der muss sich einfach durch das ständige Üben, dann wird er sichtbarer. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zur Zeichnung. Also langweilig finde ich das Bild nicht. Ich meine, du hast mich sehr gut getroffen, finde ich sehr cool, danke dafür. Sehr schönes Porträt, hätte ich so nicht erwartet. Nein, wegen dem ist die Zeichnung nicht langweilig, aber klar, das leicht kraxelige, wenn man da locker etwas aufs Blatt haut, das ist Übungssache, das ist einfach so. Und du hast dich dann befreit von der Vorlage, was du effektiv siehst, was du glaubst zu sehen und was du dann darstellen musst, ja, in Anführungszeichen. Zu dieser Schritt muss man langsam kommen, dass man auf die Sachen, die man sieht, effektiv pfeift und sagt, ah, ich mache die Beine länger oder ich lasse das weg. Oder ich mache statt hier hell, mache ich da dunkel, sich so das eigene zusammenzimmert. Aber eben die Übung und die Zeit, da gibt es keine Abkürzung, das geht nicht anders. Es hilft, wenn man sich am Anfang oder vielleicht eine gewisse Zeit lang nur mit auf gewisse Materialien einlässt. Vielleicht jetzt wie bei dir hier nur schwarz-weiß oder vielleicht nur Kohle oder vielleicht nur einen HB oder 2B, 3B, 4B Bleistift, keine Farben, kein gar nichts, vielleicht nur mit Strichen statt mit Schraffuren und wenn, dann vielleicht eine einfache Schraffur statt eine Kreuzschraffur, also du da mit den Materialien simpel bleibst und dafür vielleicht mit den Motiven variierst, aber auch da kannst du sagen, ich mache nur Architektur oder ich mache nur Menschen, wie auch immer, man muss sich da ein bisschen so wie ja, effektiv einzwängen, aber diese Einzwängung befreit einen auch, weil du dann nicht links und rechts denken musst, oh, ich könnte auch diese Farbe nehmen oder ich könnte dieses Material noch nehmen, das hast du dann alles nicht effektiv, du hast dann wirklich nur das Motiv und deine präferierten Materialien, mit denen du das umsetzt. Und das hilft auch enorm. Also das ist auch so eine Art, wie man den Stil, also an den Stil eher herankommt und das, damit sich dieser da herausschält. Und dann merkst du, schnell einmal bist du eher bei den Kontrasten zu Hause, weil ich sehe jetzt hier bei der Zeichnung, die sind ganz, ganz stark, also Hell-Dunkel-Kontraste. Dafür ist fast keine Schraffur vorhanden, vielleicht ein bisschen grau, da unten ein bisschen so eine leichte Schraffur, aber eigentlich arbeitest du hier stark mit Strichen und ja, Flächen. Und das ist auch so ein Aspekt, das könnte auch in eine Art Richtungsstil hineingehen. Muss man dann aber ausprobieren, wie das am besten zu dir passt, ob du dich dann eine Zeit lang damit wohlfühlst oder sagst, das ist nichts für mich, da fühle ich, irgendwie komme ich da nicht, werde ich nicht warm damit. Oder ich brauche eine Farbe, dann nimmst du halt eine Farbe rein. Aber das ist alles organisch, das muss sich dann entwickeln. Vielleicht merkst du, ich brauche gar keine Farbe nach 3-4 Monaten, dann ist es auch okay, kommt man langsam dahin. Okay, zum Bild. Victor Hugo, du hast die Schrift groß reingetan. Das finde ich auch sehr gut, weil Schrift in eine Zeichnung reinzutun oder zu vermischen ist relativ schwierig. Also da gibt es ganz, ganz viele Fallen, damit das nicht irgendwie aufgesetzt wird oder verloren wird. Das ist so ein Aspekt aus dem Grafikdesign, wo man effektiv auf Plakaten die Schrift die Hauptrolle spielt und das Bild wie dazugesetzt ist oder die Schrift mit dem Bild ja, eine Einheit bildet. Da muss man dann effektiv mit der Schrift gestalten oder sie auch gestalterisch einsetzen. Und das hast du hier sehr gut getan, dass die Schrift sich in die Wölbung einfügt und somit mit dem Bild ein bisschen verschmilzt. Was ich hier sehr gut finde, so etwas, also auch wenn das mit dem Bild nichts zu tun hat, passt es trotzdem, weil es so wie losgelöst ist vom ganzen Inhalt und sich ein bisschen Raum, also den kleinen Raum oben einnimmt und wie eine Art Notiz wirkt, wie aus einem ja, Reiseskizze-Tagebuch stammen könnte, also es passt schon zusammen. Auch finde ich gut, dass du hier so einen organischen Rahmen gesetzt hast, wo das ganze Bild in ein kleines Passepartout einfügt, nicht unbedingt abgeklebt hast. Das passt auch zum inhaltlichen Teil, zu deinem inhaltlichen Stil, der auch ziemlich frei und wild ist. Die einzige Falle bei dieser Vorlage war effektiv die Tiefenunschärfe, die nicht gegeben war. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe das Haus nicht unscharf fotografiert, also den Fokus nicht nur auf die Figur gelegt, sondern wirklich auf alles. Viele haben sich dann sind in die Falle reingetappt, dass sie das Haus fast gleich scharf gezeichnet haben oder gleich wichtig gezeichnet haben wie die Figur im Vordergrund. Hast du aber wesentlich
besser hinbekommen, also diese Dimensionalität, diese Weitenperspektive, dass die Figur effektiv dafür sich steht und auch mit diesen Pflanzen hier eine Einheit bildet, also den Vordergrund bildet und das Haus sich effektiv dann im Hintergrund ein bisschen zurückzieht. Von mir aus hätte das Haus noch ein bisschen leichter und lockerer sein können. Du hast hier schon hier Details gesetzt, wie bei den Fenstern, Querbalken auch hier. Ich verstehe schon, das ist war in der Vorlage drin, braucht es aber in diesem Kontext nicht unbedingt. Es genügt ja schon, wenn man irgendwie ein Viereck andeutet, was ein bisschen dunkler ist und man nimmt das automatisch als Fenster wahr. Darum also effektiv bei diesen wilden Zeichnungen kommt es eher darauf an, was man nicht zeichnet, als was man zeichnet. Weil dort spielen dann die Striche die Hauptrolle, also Unmittelbarkeit eines wilden Strichs, die Spontanität der Pinselführung, der Strichführung, das ist dann das Zentrale und nicht, ob das jetzt irgendwie akkurat ist oder nicht, sondern man erfreut sich dann, wirklich das Auge erfreut sich dann am Spiel der Formen und Kontraste. Dazu braucht es sogar noch weniger Striche, dafür aber effektiv Striche, die bewusst gesetzt sind und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also man muss da gar nicht mehr bei der wilden Zeichnung ins Detail gehen, wie jetzt hier. Es sieht zwar schön aus, aber man verliert sich fast ein bisschen und man schaut gerne hier hin. Das ist stark, das ist sehr stark und die zwei kämpfen da ein bisschen miteinander. Dann haben wir hier noch ganz viel Haus. Also das sind so Ebenen, wo man ein bisschen abgleichen muss, was will ich effektiv im Vordergrund zeigen, was ist dann wichtig in der Zeichnung. Wenn du das verfolgen möchtest, diese wilde Stricherei, dann effektiv weniger, dafür vielleicht mit einem dicken Farbstift zeichnen, mit einem Kohlestift, wo effektiv schwarz ist, oder mit einer Presskohle, die dann wirklich schwarz wird, aber man keine Details zeichnen kann, weil sie einfach zu dick ist. Das befreit dich dann auch von diesen, sag mal, blöden Details. Du kannst dann dich effektiv nur auf die Kontraste konzentrieren. Du wirst merken, die Zeichnung gewinnt enorm schnell an Kraft, an Ausdruck, obwohl da eigentlich gar nicht viel drauf ist, sondern nur hell und dunkel. Dazu setzen kannst du dann immer noch, also wenn du findest, einen Tag später, da braucht es noch etwas, oder eine Stunde später ein bisschen sein lassen, und da wirst du schnell merken, die Zeichnung möchte noch ein bisschen bearbeitet werden oder auch nicht. Im ersten Durchgang ist natürlich das Spontane das Wichtigste. Das bildet dann effektiv die Grundbasis und die langfristige Wirkung. Später kannst du eben noch gewisse Akzente setzen, wenn es dann überhaupt noch welche braucht. Soweit mein Input hier. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, Inge. Ja, dann gehen wir doch zum nächsten Beitrag. Vielen Dank. Ja, und der nächste Beitrag ist von Ingrid. Ingrid, vielen Dank wieder für deinen Beitrag. Und du schreibst mir, du bist wieder mal nicht zufrieden mit diesen Sachen, über deine Umsetzung. Und du hast mir ja zwei Bilder geschickt. Das ist das zweite, also das korrekte. Also es ist nicht zu spät. Wunderbar. Ich bin ein bisschen zu spät mit dem Ganzen. Aber es sind bald Ferien und ich bin dann noch am Vorbereiten etc. Aber ich denke mal, dass ich dieses Video noch das Wochenende rausbringen kann. Okay, das Bild reiht sich ja wunderbar in die bestehende Reihe ein von dir. Wie immer finde ich das Gegensätzliche zwischen Hintergrund und Vordergrund hier ausgezeichnet. Dieses gelbe und nostalgische, diese Collage im Hintergrund und natürlich dann die ausgeschnittene und darüber geklebte und gezeichnete Figur, die sich komplett rausnimmt aus dem Stil und etwas komplett Eigenes wieder schafft, hat ein bisschen so für mich ein bisschen Dadaismus, dieses Rohe und Wilde. Das passt hier auch sehr gut zu deiner Strichführung, die sehr lebendig, sehr selbstbewusst und stark ist und auch sehr gut zu der Figur passt. Der Ausdruck im Gesicht, und das ist ja wie das Wichtigste hier an deinem Bild, nicht unbedingt Schmerz, aber vielleicht starke Nachdenken oder einfach die ganzen Geschichten, die er da geschrieben hat, diese ganzen unglücklichen Figuren, die in seinen Geschichten vorkommen auch, dass man da so ein bisschen so das Fin du siècle, dass diesen Weltschmerz ein bisschen spürt in seinem Gesicht, in seinen Romanen, durch seine Romane. Ich finde hier den Stil klasse, auch wie du den Bart hier gezeichnet hast, wilde Durcheinander, das aber sehr gut diese Bartstruktur dann hergibt, finde ich klasse.
Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Also allgemein, ich bin da immer noch sehr gespannt, wie das dann in einer Reihe aussieht, wenn du dann die Bilder zusammen hast. Bleib unbedingt, also meiner Ansicht nach, bleib unbedingt dabei, dass du diese Reihe wie durchziehst. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht nach 10 Bildern, weil erst mit der Reihe, mit der Repetition oder mit der Wiederholung gewinnt das Ganze an, ja, an Kraft, bekräftigt sich auch gegenseitig. Weil alleinstehen wäre das wie so zu wenig, aber so sieht man auch die, ja, die Möglichkeiten und die Kraft der Vielfalt mit den immer gleichen, sagen wir mal, Tools oder mit dem gleichen Vorgehen, aber mit immer einer anderen Interpretation. Das macht das Ganze auch umso reicher und spannender anzuschauen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Input wieder ein bisschen helfen. Ich hoffe, beim nächsten Mal hast du ein bisschen mehr Zeit. Dann gehen wir doch zum nächsten über. Ja, vielen Dank, Ingrid. Gut, der nächste Beitrag ist von Iris. Iris, vielen Dank für dein Bild, deine Einsendung und auch deine Worte. Und du schreibst mir, ich habe mich kurz entschlossen mitzumachen und dabei gleich einen Tipp aus deinem Video 7 Technik-Updates eingesetzt. Toll, freut mich natürlich, dass ich da helfen konnte. Schnelligkeit und kleine Pausen, absolut. Ich benötige oft ewig für meine Bilder und es fällt mir schwer, ein Ende zu finden. Es fühlt sich oft nicht gut genug an. Diesmal war es eine erfrischend neue Erfahrung. Ich habe das Bild an einem Nachmittag gemalt, inklusive Recherche, Feinheiten an einem zweiten Nachmittag ergänzt, dann aber ganz bewusst mein Kürzel untergesetzt und somit mein Bild abgeschlossen. Super. Das Bild ist auf einem A3-Format, Karton 220 Gramm mit Acrylfarbe, Ölpastell, Tusche sowie Spachtel und Pinsel entstanden. Ich weiß, dass Victor Hugo ein französischer Schriftsteller war, zu wenig, um das Foto für mich vollständig verständlich zu machen, deshalb meine Recherche. Dabei bin ich auf das Zitat gestoßen und es hat mich gleich inspiriert. Es ist in mein Bild mit eingeflossen und bildet zusammen mit der Statur den Kern meines Bildes. Farbig habe ich versucht, mich an die vorhandenen Farbtöne zu lehnen. Insgesamt hat mir diese Aufgabe richtig Spaß gemacht. Eine Herausforderung war es für mich, den Text im Bild zu integrieren. Es ist okay, aber ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ich freue mich auf Verbesserungen, Ideen und Anregungen zu dir, zu meinem Bild. Okay, genau auf das möchte ich gerade einsteigen, aus diesem ausgehen, und zwar auf die Integrierung von Text im Bild. Das ist tricky. Ja? Es sind eben so zwei Aspekte, wenn man ein Bild umsetzt. Das, was man sieht, also die Stimmung vielleicht, natürlich die Perspektive, die Figuren, die Objekte, was auf dem Bild sind. Und dann das ein bisschen Metaphysische, was man darin erkennt oder was vielleicht, ja, vielleicht in Richtung Märchen hineinläuft, was vielleicht nicht auf den ersten Augenblick zu sehen ist. Das ist noch schwierig, diese beiden Sachen da korrekt zu verbinden. Manchmal möchte man da effektiv zu viel für das Bild wollen oder zu viel Bedeutung in das Bild reinsetzen, als es dem Bild effektiv gut tut. Manchmal klappt es, manchmal nicht, hat aber nicht unbedingt mit den Inhalten zu tun, sondern wie man diese einsetzt und wie man das umsetzt, wie man das gestaltet. Vor allem mit Text im Bild. Das wird dann schnell eine grafische Angelegenheit, eine relativ plakative, illustrative Angelegenheit. Ich werde jetzt gerade böse am Anfang, weil du hast unter die Schrift hast du wie einen Schatten gesetzt, damit die Schrift überhaupt lesbarer wird. Und das ist so wie, also im Grafikdesign ist das so wie die letzte Lösung, um ein schlechtes Design lesbar zu machen. Also wenn du die Schrift nicht in deine Gestaltung integrieren kannst, weil vielleicht die Farben zu wirr sind, weil vielleicht die Schrift zu viel Text drauf ist oder weil zu wenig Platz für die Schrift ist, dann macht man irgendwie noch einen Schatten drunter, damit das Ganze noch, ja, eben lesbarer wird und dass man überhaupt die Schrift wahrnimmt. Das ist so, wenn die Schrift nicht Teil des Bildes wird, verliert sie an Kraft. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machst du effektiv die Schrift zum Teil des Bildes, also sie wird dann, die Typografie oder die Schriftart wird dann auch zu einem Bild, sprich die Buchstaben nehmen eine Form an, nehmen eine Farbe an, sie fangen an zu fließen, die Größenverhältnisse verändern sich und so weiter. Oder du setzt das Bild als Bild in den Vordergrund und die Schrift neben das Bild. Und bei deiner Variante wäre das der Fall gewesen, das hätte es gar nicht gebraucht, diese Schrift hier. Das hätte gelangt, wenn man zum Beispiel die Schrift hier unten bis hier oben gestürzt, also von unten nach oben lesend, geschrieben hätte es mit einem Bleistift. Und das wäre immer noch eine Einheit geblieben, also die Schrift und das Bild, die wären ja zusammen auf einem Blatt. Aber dann wäre das so eine Art Randnotiz
Stilistisch würde das aber trotzdem sehr gut passen. Vielleicht nicht ab und zu, macht, also bei Plakatdesign macht man das auch sehr gerne auf allen Seiten, also oben und unten dann hast du die Schrift, die dann da weiterläuft und dann von oben nach unten stürzt. Und das funktioniert, das bildet dann auch einen Rahmen, der das, ja, den Bildinhalt in sich umrahmt und stützt, ja, einfängt. Das passt automatisch. Unten vielleicht auch in Ausnahmefällen, wobei unten wirkt es dann schnell wie eine Bildbeschreibung. Kennst du ja aus einer Zeichnung eine Bildlegende meistens da bei den Fotos. Um was geht es im Foto? Und das soll es ja hier nicht sein. Darum würde ich da eher auf der Seite den Text ansetzen und oder oben. Das würde dann auf jeden Fall passen. Vielleicht mit einer Feder, vielleicht mit einer etwas, das vielleicht zum Stil passt im Bild. Du hast ja auch deine Schrift mit einer Feder gezeichnet. Auch hier könnte man das genauso gut malen. Vielleicht nur in Hellblau würde man dann absolut gut lesen können. Das gäbe auch wunderbar eine Einheit, weil beides mit dem gleichen Pinsel gemalt worden ist. Und somit hättest du das wunderbar hinbekommen. Das andere ist diese dieses Metaphorische hast du bereits im Bild drin mit der versteckten Uhr hier. Man erahnt da irgendwie eine Uhr, das 12, der große Zeiger, 11, 10. Also da läuft irgendwie die Zeit und die Zeit läuft davon. Die hast du wunderbar ins Bild integriert und dann auch mit Schichten da ein bisschen abstrahiert oder vermischt. Und das ist perfekt so. So funktioniert es, wenn das ein Teil des Bildes wird. Aber wenn jetzt die Uhr vielleicht hier oben gezeichnet hättest als eine ausgeschnittene Uhr, wo ja wie an der Wand hängt mit allen Zahlen da schön ausgeschrieben, dann wäre es zu aufgesetzt und ja, es war zu billig geworden. Aber so passt es perfekt. Und wie gesagt, ja, Schrift ist wirklich schwierig in ein Gemälde, in eine Zeichnung zu integrieren. Es sei denn, vielleicht die Schrift steht auf einer Box, die sich in der Perspektive da in die Szenerie einfügt, dann geht es wieder. Dann wird es auch zu einem Teil des Bildes. Aber so draufgesetzt ist wirklich sehr, sehr schwierig. Da muss man das effektiv dann komplett anders setzen, mit vielleicht mit einem Untergrund, wo du dann vielleicht Flächen zeichnest und dann die Schrift draufsetzt, dass man merkt, okay, das ist etwas, ein komplett anderer Ansatz, der sich dann effektiv vom Bild trennt und nicht versucht, irgendwie da noch mitzumischen. Darum also entweder Schrift und mach sie zum Teil des Bildes oder nimm sie raus und platziere sie irgendwie neben das Bild, oben, unten oder irgendwie, lass irgendwie im Bild eine Fläche frei, wo du den Text setzen kannst. Die Idee finde ich sehr schön, dass du das Ganze weitergedacht hast, dich mit der Figur beschäftigt hast, mit seinen Werken und dich dieses Zitat inspiriert hat. Das ist wunderbar, also davon möchte ich auch nicht abraten, aber wie man das einsetzt, da gibt es gewisse Nuancen, wo dann das eher funktioniert und eher nicht funktioniert oder schlechter funktioniert. Wenn jetzt das Bild vielleicht schwarz-weiß wäre, dieser Hintergrund schwarz-weiß oder monochromatisch, einfarbig, zweifarbig, vielleicht also ruhiger, vielleicht hätte es dann geklappt, also nur die Schrift zu setzen, vielleicht mit einer Kontrastfarbe oder mit nur schwarz, dann würde dann das auch eher klappen, aber man muss das situativ anschauen und gucken, wie das effektiv dann schlussendlich zum Bild passt. Die Figur, ich finde es auch sehr gut, dass du eben du hast ja die ganze Szenerie wie ausgeschaltet, das braucht es ja hier nicht, weil hier sind wir auf einer komplett anderen Metaebene als die Vorlage. Hier geht es wirklich nur um den Victor und seine Erzählungen und seine Geschichten. Somit finde ich diesen abstrakten Raum hier auch sehr passend. Diese Art vielleicht ein bisschen verträumt ist durch das Blau, hier ein bisschen ins Natürliche reinläuft mit Gelb und Grün und da wird es wild und stürmisch durch dieses Rot und Orange, das Lebendige. Also hier haben wir da verschiedene Lebensabschnitte oder Lebenssituationen, die da in der Farbe abgebildet sind, jetzt aus meiner Perspektive gesehen. Also somit ist da viel Erzählung drin. Vielleicht noch von der Figur her, diese Seite der Figur, also diesen Abschnitt, finde ich toll getroffen. Was mir nicht ganz gefällt ist, du hast nicht gewusst, was du mit dieser Seite groß anfangen sollst. Also so ist mein Eindruck. Wo ist jetzt deine Hand? Er nimmt ja die Hand irgendwo in die Tasche. Und das wirkt so ein bisschen verloren, dieser Abschnitt hier. Ein bisschen so, er ist
ja, wie zu flach. Klar, hier haben wir auch mehr Licht, mehr Kontraste, hell-dunkel. Da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen mehr Spiel ist, vielleicht mit der Outline, vielleicht mit seiner Hand oder künstlich dann Akzente setzen, um ein bisschen mehr Struktur und mehr Volumen reinzubringen seitens der Kleidung. Vielleicht hier noch etwas schwierig, aber vielleicht verstehst du, was ich meine, dass die Figur da wie in zwei Teile geteilt ist. Also wir haben also das vielleicht hier diesen mit der Hand hier, diese Seite, wo spannend ist, und das ist so wie unvollendet. Also da fällt irgendwie noch, klar, es ist im Schatten, aber es ist so, vielleicht hätte es da ein paar Sachen gebraucht, die noch schwärzer sind, noch dunkler sind, damit die Figur noch tiefer eintaucht. Und genau, das ist das, was ich da gesehen habe. Okay, Iris, ich hoffe, ich konnte dir da helfen dabei, ein paar Tipps dazu geben. Aber wie gesagt, Schrift ist eine Sache für sich. Vielleicht mache ich das noch sogar zu einem Video, weil spannendes Thema und beschäftigt mich auch. Okay, danke für deinen Beitrag. Gehen wir doch zum nächsten. Gut, der nächste Beitrag ist von Jasmin. Jasmin, hallo, schön bist du wieder dabei und danke für deine Beiträge und deine Worte. Du schreibst mir, du musstest dich zuerst mit der Bildvorlage vertraut machen. Eine stehende Statue, linkes Bein in leichter Vorschrittstellung. Also du hast das ein bisschen so nachrecherchiert. Klar, es ist eine Bronzestatue, die steht, ist wirklich groß, 3 Meter. Du warst nicht so unbedingt motiviert, was ja nicht unbedingt besser schlecht sein muss. Man muss sich da ein bisschen auch in die Materie einarbeiten. Ist vielleicht noch ein Vorteil, weil man da keine wie so Vorurteile oder Erwartungen an das eigene Bild hat, weil man die Vorlage so toll findet und hat man wie weniger Erwartungen. Schaut mal, was einfach passiert. Kann ja auch gut sein. Ich wählte ein Zeichnungsblatt im A3-Format, machte eine Vorzeichnung mit Bleistift und arbeitete dann mit 24 wasserlöslichen Ölpastellkreiden von Thales. Zuerst malte ich das Rondell, dann das rechte Gebäude, die Pflanzen, den Hintergrund dann, anschließend die Figur. Aber da kam ich recht an die Grenze mit diesen für mich unberechenbaren Pastellkreiden. Ja, das sind sie. Aber du hast durchgehalten. Dann im zweiten Mail, es ist ja etwas Intimes, die Zeichnungen, das ist so. Aber ich denke mal, es ist eher der Prozess, der intim ist. Ja, der ganze Ablauf von der Skizze bis zum fertigen Produkt, ja, sag ich mal. Das versuche ich ein bisschen zu erkennen bei den Bildern. Auch wie man mit der Vorlage umgeht, was man da herausinterpretiert, was man da herausliest und für sich selber adaptiert und herausholt. Das ist eher spannender als das Bild an sich. Also eben wie ich dann zum Bild komme, ist da viel spannender, aber natürlich auch schwieriger da zu sehen oder nachzuvollziehen. Gut, dein drittes Mail war, ich schicke dir noch eine dritte Arbeit aus meinem Skizzenheft und irgendwie musstest du nochmals dahinter. Das ist Collage mit schwarzem Seidenpapier, genau, Zeitung, alte, das ist das untere Bild, altes Haushaltspapier, Mall-Lümpli, Acrylbilder, Binder matt, Bleistift, Filzstift, Wasserfarbe und Farbstifte. Das Blatt ist noch etwas gewellt und ich presse es nun. Noch komplett 3 verschiedene Ansätze. Ich muss sagen, also das Bild 1 und das Bild 3 habe ich wie so erwartet. Das ist ja so die Vorgabe. Aber mit dem Bild 2 hier habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich finde das hammerstark, weil es eben so völlig etwas anderes ist, deine eigene Interpretation noch viel stärker in den Vordergrund stellt, deinen eigenen Kopf auch zeigt, statt sich da sklavisch an die Vorlage zu halten. Das stimmt so für mich, das ist, die Kontraste sind hammerstark, also die Figur, das Hell-Dunkel, die ist total im Vordergrund, das Haus ist wunderbar im Hintergrund, ein bisschen Himmel dazu, um noch mehr die Weite zu betonen, also ganz stark. Auch wie du mit den Farben umgegangen bist, jetzt auch im Hintergrund, wo sich das Haus dann relativ zurücknimmt. Ganz, ganz schön, vor allem wie die Zeichnung auch im Blatt liegt. Klar, es hätte ein bisschen mehr nach rechts sein können, aber wenn du das jetzt heraustrennst, vielleicht in ein Artbook reinklebst oder einrahmst, das funktioniert wunderbar so. Ich finde es noch speziell, wie du mit den römischen Zahlen da hier umgehst für die Datierung. Ist dann vielleicht nicht für jeden sofort nachvollziehbar, für dich dann schon, aber ja. Gibt dann ganz noch so einen gewissen Twist. Jetzt an der Zeichnung, das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn ich das jetzt so lese, dann ist die Figur, ich mache mal den Stift an, wirkt so wie eine Büste, verstehst du das hier? Weil im Original geht es ja mit den Schultern da, das ist das, also es ist nicht falsch oder richtig, sondern das lese ich daraus, dass es sich um eine Büste handelt, mit abgesägten Armen,
gibt es ja, das geht ja nur bis da, bis Kragen und dann ist, dann steht sie dann irgendwo auf einem Podest. Das würde ich dann aus diesem Bild dann herauslesen, dass es effektiv eine Büste ist und nicht eine Statue mit, eine fertige Statue mit Schultern. Dann hätte sich dieses Haus hier nicht im Hintergrund abzeichnen sollen, sondern ich hätte jetzt die Schultern dann vielleicht so gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Ob du gemeint hast, ja, ich schneide ihn so absichtlich ab. Es funktioniert trotzdem. Einfach so, als ist mir jetzt aufgefallen, dass du so eine Büste daraus gemacht hast. Und alles andere ist dann realistisch, ja, im Sinn von vorne und hinten und den Farben, die da ja das Ganze von der Vorlage her abbilden, akkurat abbilden, ist das das Einzige, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Aber ja, Pipa, das sind Peanuts. Okay, gut, gehen wir zu deiner ersten Zeichnung mit den Pastellkreiden, okay. Und die ist tatsächlich, Pastellkreide kann wirklich schwierig sein und die ist oft, die ist sehr grob, sehr gut geeignet für größere Formate, für Gemäldeformate. Also A4, A3 ist schon sehr, sehr klein für Pastell, es sei denn, du arbeitest sehr akkurat. Aber dann vergibt man sich wie die Chance eines Pastells, dass erst in der Größe oder in der Rohheit ja, wie wirken kann. Vor allem, wenn man dann vielleicht mit den Fingern dieses Ganze vermischt und dem Ganzen auch Raum gibt, wirklich Pastell zu sein. In der Größe spielt man dann die Pastelle aus und im Kleinformat sind sie dann wie gefangen und man verkrampft sich dann mit diesen Werkzeugen, die da für so Formate nicht unbedingt passen. Also dann lieber Farbkreiden oder Farbstifte, solche Sachen, die auch ja, ein spitzes oder genaues Arbeiten zulassen. So meine Sicht der Dinge. Jetzt an diesem Bild, okay, es ist akkurat umgesetzt, 1:1 fast. Was mich da irritiert hat, ist der Hintergrund. Das ist das eine und das andere ist, sehr viele Gegenstände sind fast wie gleich stark. Das Haus zwar nicht, es ist vom Kontrast her viel leichter, viel ganz deutlich hinten, aber es ist natürlich von der Größe her sehr dominant. Es ist natürlich auch die Vorlage, die da dominant ist. Aber das habe ich bewusst so eingesetzt, um zu schauen, wie geht ihr mit dieser Dominanz um? Oder wie wichtig wird dann das Haus? Wie wichtig wird dann die Figur? Das andere ist, sind die Pflanzen hier, das Ganze, was hier stattfindet, das und natürlich dann der Victor, der sich von dem Ganzen abwendet. Und das sind so Elemente, die ein bisschen so gegenseitig miteinander kämpfen und sich da wie gegenseitig ausspielen. Und ich weiß nicht so richtig, wo soll ich jetzt meinen Fokus setzen? Mein Auge hat so wie keinen Ruhepunkt. Das finde ich eigentlich schade. Obwohl grundsätzlich einige Sachen jetzt mit den Pastellen, also das hier zum Beispiel, diese Strukturform hier in den Dächern, finde ich wahnsinnig stark, auch hier mit der Wand, dieses leicht dreckige, auch mit diesen Fenstern, die finde ich so schön umgesetzt. Da kann man wirklich sich da verlieren und schauen, das ist so viel, da ist so viel Geschichte da drin gezeichnet und auch sehr locker, sehr luftig gezeichnet, nicht unbedingt, es muss ja nicht gerade sein, das finde ich total langweilig, sondern es lebt auch, das Haus ist so leicht organisch. Da versuchst du dann konkret zu werden, jetzt bei den Pflanzen. Da verschwindet ein bisschen so die Struktur, obwohl wir hier auch Struktur haben, aber die versucht sich so ein bisschen anzupassen und nicht eine eigene Geschichte zu erzählen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Diese Rohheit, diese Spontanität fällt mir vielleicht hier ein bisschen. Der Hugo hier und die Haarfarbe vor allem sind sehr, sehr ähnlich. Auch ähnlich wie das Dach im Hintergrund. Das kämpft da noch auch ein bisschen und will sich nicht entscheiden, was ist wichtiger, was ist unwichtiger. Aber wie gesagt, das ist auch dem Pastell geschuldet, weil du da hier zu genau sein wolltest. Wahrscheinlich hast du hier im Gesicht dann mit Bleistift oder mit einem dünnen Feinliner ein bisschen nachgeholfen, damit man da die Details erkennt. Und im Pastell gibt es eigentlich keine Details. Es gibt schon Details, aber die sind dann viel größer. Immer noch sehr abstrahiert. Grundsätzlich finde ich aber gut, dass du die Figur hier wirklich, wirklich dunkel gehalten hast. Somit hat sie immer noch genug Kraft, um gegen den ganzen Hintergrund ein bisschen anzukämpfen. Das Ganze in eine gewisse tiefen Perspektive reinzubringen. Also das Haus, klar, steht hinten, man sieht es auch, weil die Perspektive an sich stimmt, die zeichnerische Perspektive, dass wir auch mit den Farben da ein bisschen stimmig sind
insgesamt, ja. Und ich weiß nicht genau, was das sein soll. Das irritiert mich auch ein bisschen. Ist das jetzt irgendwie wie ein Sandsturm, der da heraufkommt? Oder sind das Bäume, die im Hintergrund stehen? Da hätte weniger, wäre auch da besser gewesen, also nur den Himmel sein lassen. Und dann wäre auch der Kopf deutlicher sichtbar gewesen. Ja, so Sachen halt. Aber wie gesagt, das war ja das erste Bild. Dann kam das zweite hier, das haben wir besprochen. Und beim dritten hast du etwas komplett anderes geschaffen. Ich finde allgemein gesehen, diese Vielfalt, die du hier bietest, ungemein bereichernd und spannend auch. Von was du hier mit diesen Papieren machst, das ist ja komplett etwas anderes. Hier lebt das Bild allein durch die Struktur des Papiers. Wilde und freie Farbgebung. Dass da irgendwie Natur vorhanden ist, das nimmt man so wahr. Irgendwie steht da ein Haus, eine Figur. Man weiß nicht genau, es ist alles sehr mystisch, sehr dunkel, düster. Insgesamt finde ich, das passt sehr gut. Auch schön solche Sachen, wo du dann aus dem Bildrahmen ein bisschen ausbrichst, das Ganze dreidimensionaler wirken lässt. Sind sehr schön auch dieses Rot-Blau im Himmel, dieser Komplementärkontrast der Farben, der hier sehr gut auch sanft spielt, also rosarot und hellblau, funktioniert auch sehr, sehr gut. Es ist eine dunkle, mystische Abendstimmung, erinnert mich ein bisschen an eine japanische Collage, keine Ahnung, ist jetzt mein Ding, aber vielleicht ist das so wie japanisches Pergamentpapier. Es ist auf jeden Fall spannend anzuschauen, einfach mal den Gedanken freien Lauf zu lassen, weil es eben nicht so gegenständlich ist. Immer noch ein bisschen, man erkennt schon eine Figur, aber alles andere ist so sehr, sehr im Nebulösen. Das gibt dem ganzen Bild eine eigene, ja, Sogkraft. Also ich finde das extrem, extrem spannend, das hier. Also diese beiden vor allem hier, das Bild Nummer 3 und Bild Nummer 2. Auch komplett verschieden, wunderschön. Okay, Jasmin, dann ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Und ja, gut, gehen wir zum nächsten. Der nächste Beitrag ist von Julian. Julian, vielen Dank für dein Bild und deine kurzen Worte. Du schreibst mir, ich bemale gern Miniaturen und habe eine benutzte Papierpalette aus diesem Hobby als Leinwand verwendet, um die Idee in Acryl umzusetzen. Finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Dabei fungierte die Palette auch gleichzeitig als Palette für die Bemalung. Okay, mich hat an deinem Sujet vor allem die darin wirkende Kraft der Gedanken angesprochen und ich habe versucht, die darin schweifenden Gedanken zum Motiv zu machen. Okay, Julian, also eben, wie gesagt, du hast das Bild ja auf eine metaphorische Ebene weiter gebracht und weitergedacht. Ich finde die Idee der Palette, die Verwendung, das sieht man auch an diesen benutzten bzw. stehenden Farben, also ausgetrockneten Farben, finde ich hammerstark und ich finde, das passt hier auch sehr, sehr gut rein, auch in die Umsetzung, in diese ja, plakativflächige Umsetzung, die sehr licht und sehr leicht ist und somit das Ganze wie ein Tagtraum wirken lässt. Du setzt ganz wenige Akzente, vielleicht da dort einen kleinen Strich. Beschäftigst dich da nicht allzu sehr mit Details, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn du schreibst, es geht dir mehr um die Geschichte und um die Gedanken darin. Das passt sehr gut zum Thema. Es ist wirklich so ein, nicht unbedingt ein Fiebertraum, aber wie gesagt, ein Tagtraum, der etwas erahnen lässt und einen Gedanken vielleicht ja, aufhorchen lässt. Auch solche Sachen, so Farbkleckse, klar, zum Teil sind sie ja schon vorhanden gewesen, integrieren sich sehr gut in die Szene rein. Ich finde so Recycling von Sachen für Bilder sowieso eine Hammer-Idee, hat ein bisschen etwas von einer Collage, aber eine, ja, eine etwas andere natürliche Collage und durch die Struktur gewinnt das Bild zusätzlich noch eine Ebene hinzu, die man vielleicht absichtlich so nie erreicht hätte. Auch hier zum Beispiel im Himmel, diese Farbkleckse, die sich durch dieses Blau hindurchscheinen und zeigen, perfekt, als wären das irgendwelche Sterne oder Planeten, die da hervorkommen, wunderbar passend zur Geschichte, zum Gedanken des Bildes. Finde ich es auch gut, dass du ja wie so die Drittelregel da eingehalten hast, oder vielleicht nicht vielleicht bewusst, aber dass dieses Haus, diese Szene effektiv, ja, wie 70% des Bildes ausmacht und sich das effektiv so zurücknimmt. Man könnte auch ein bisschen so Fibonacci-Raster da rein interpretieren, aber ungefähr diese Rasteraufteilung funktioniert auch in diesem Bild sehr gut. Also diese Spannung ist hier auch gegeben. Da passiert wie so
30% des Bildes, das aber für 80% der Wirkung zuständig ist. Und der Rest ist so, ich würde sagen, Grundrauschen, die einfach zur Stimmung beiträgt, die auch sehr wichtig ist, aber effektiv mehr Platz braucht, weil es eben so eher im Hintergrund wirkt. Finde ich absolut toll gelungen, völlig woanders abstrahiert. Also vielen Dank, Julian, für deine Einsendung. Gehen wir doch zum nächsten. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen oder ein bisschen eine Richtung geben. Der nächste Beitrag ist von Laura. Laura, schön machst du wieder mit. Hab da riesen Freude daran. Danke für dein Bild und deine Worte. Und du schreibst mir beim ersten Versuch, der erste Versuch hat dir nicht gefallen, doch das Papier passte nicht ganz. Der zweite Versuch wurde besser. Ich habe auf beigem Mixed-Media-Papier mit Aquarell, Acryl-Buntstift und Fineliner gearbeitet. Natürlich ist Aquarell auf so einem Papier anders, weil es gleich ins Papier eindringt und nicht verläuft. Aber es ging. Acryl nutze ich extrem selten, fand es aber hier passend, weil es die Struktur der Statue abbilden kann. Das Gebäude wollte ich bewusst so fremd hinstellen. Es sollte etwas wie aus einem Comic wirken. Habe ich so noch nie gemalt. Okay, und effektiv, also es wirkt wirklich wie aus einem Comic, wie aus einer auch anderen Welt. Es wirkt total fremd. Deine Absicht hat sich da, hast du hier sehr gut getroffen. Es ist wirklich wie so eine Welt in einer anderen Welt. Die Figur bekommt durch die Acrylfarbe und auch durch deine Schichtung eine unglaubliche haptische Präsenz und sie wirkt total, also ich am liebsten würde ich sie ins Bild reinfassen und sie herausnehmen. Sehr, sehr plastisch und man merkt eher auch dieses Metallige an, dieses Hingeklatschte, ja, mit Händen, dass die Figur sehr organisch gestaltet ist. Also das ist wahnsinnig schön umgesetzt hier. Auch schön mit den Kontrasten, hell, dunkel, wie sie dasteht, wie sie die Uhr hält. Der Ausdruck im Gesicht ist sehr stark, nachdenklich und fast schon märchenhaft mystisch. Geschuldet auch natürlich der Umsetzung der ganzen Figur. Also das ist ja absolut schön gelungen. Mitsamt dem Himmel, der auch ein bisschen, ja, plastisch wirkt durch dieses Acryl. Und mit Gouache hätte das vielleicht nicht so gut funktioniert, weil es die Farbe abgetragen hätte. Aber mit Acryl kannst du ja so viele Schichten drüber machen, wie du theoretisch möchtest. Und das bleibt dann auch so. Also das gewinnt unheimlich gut dadurch. Die Farbstifte passen auch sehr gut zu der Botanik im Hintergrund, die sich da wieder in eine andere Ebene hineinnimmt und durch das auch fast schon wie eine, ja nicht botanische Zeichnung, eine wissenschaftliche Zeichnung daraus wird, weil sie eben so akkurat und naturgetreu ist. Auch das, also du hast hier drei verschiedene Ebenen, die sehr gut miteinander spielen und das Bild auch so fremdartig machen, dass es einen, ja, zum Nachdenken anregt und man sich fragt, wieso ist das so, wieso ist diese Figur anders, wieso sind die Welten im Hintergrund anders, weil er ja von Fiktion und weil er ja Fiktion und Realität auch vermischt hat. Also du bringst auch ein bisschen so seine Gedanken, seine Romane so ins Bild hinein. Diese Kombination von Comic und Malerei passt hier ausgezeichnet, also sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass das Blatt ein bisschen eine Tönung hat, ein bisschen eine natürliche Tönung hat. So kommt das Weiß sehr gut rüber. Wenn das Blatt weiß gewesen wäre, hätte es natürlich durch das verloren, aber so bekommt es eine leicht tiefere Basis, einen guten Ausgangspunkt, genau solche Sachen dann wie den Himmel oder seine Jacke zu erhöhen. Und auch wie du das Ganze ins Blatt platziert hast, ein bisschen Raum oben, unten, links, rechts, ein bisschen Luft gelassen hast, nicht das Ganze ausgezeichnet. Auch so etwas finde ich sehr, sehr schön, diesen Abschluss hier ungefähr, dass der nicht gerade verläuft, das wäre... Hast du hier schon, aber hier hast du so etwas Organisches geschaffen. Perfekt, das passt sehr, sehr schön. Weil wenn das jetzt so hier zu wäre, das ginge zwar immer noch, aber das gibt ihm ein bisschen so einen natürlichen, organischen Twist. Macht das Ganze ein bisschen professioneller, weil es eben so unerwartet ist. Also tolles Bild, wieder mal. Vielleicht bist du ja beim nächsten Mal auch dabei. Die Ausschreibung werde ich dann nächste Woche publizieren. Okay, dann zum nächsten. Vielen Dank, Laura. Der nächste Beitrag ist von Lydia. Lydia, vielen Dank für deine kleinen Skizzen und deine Worte. Du schreibst mir, leider fehlte mir diesmal die Zeit, ich habe nur zwei wirklich sehr schnelle Skizzen gemacht auf A3-Papier mit Fallminenbleistift und einem weißen Stift. Personen bzw. Statuen zeichnen finde ich persönlich sehr schwierig. Ansonsten fand ich an dieser Vorlage die Proportionen und die Perspektive besonders schwierig. Okay, Lydia, die Vorlage war auch schwierig, weil
eine Perspektive ist sehr schwierig sichtbar. Also ich habe ja die Kamera nach oben gehalten. Augenlinie ist ganz woanders, als meinen könnte. Also man, und es fällt auch natürlich auf der Boden auf der Vorlage. Also man kann da nicht irgendwie ja, eine Perspektive aus dem Boden, also aus der Fläche dann wahrnehmen. Das ist alles ein bisschen in der Luft. Das ist wirklich eine schwere Vorlage. Die Person, man weiß nicht, sitzt sie, steht sie. Ich habe der Zeichnung der Vorlage effektiv den Boden unter den Füßen weggezogen und euch da ein bisschen hängen lassen. Aber das war ja auch ein bisschen Absicht, gemein, aber Absicht. Und auch mit der tiefen Unschärfe, das ganze Bild ist ja von vorne bis hinten scharf gestellt. Also es ist sehr unterschiedlich und individuell, wie man an das Bild rangeht. Aber ich finde es toll, dass du überhaupt eine Skizze, also zwei Skizzen hier, ermöglicht hast und mir diese zugeschickt hast. Gut finde ich, dass du auch dieses ja, leicht farbige Papier verwendet hast. So konntest du mit dem weißen Stift ein bisschen Erhöhungen ins Bild reinbringen und mal ausprobieren, wie das ist, weil der Kontrast in der Vorlage ist auch sehr stark. Wir haben sehr viele Schwarzbereiche, vor allem in der Figur, zu deinen Bildern. Ich finde dieses Bild hier, die erste Skizze, stärker als die zweite, weil die erste noch spontaner, noch ein bisschen unvorbereiteter, noch schneller passiert ist und dieses, das Spiel der Linien noch mehr. Also man merkt, dass du mehr mit den Linien gespielt hast und da wirklich unvoreingenommen und schnell ran bist und dieses Lebendige ist hier viel stärker spürbar als hier, wo du dann effektiv den Hintergrund hier ja in eine Struktur versucht hast reinzubringen, das Ganze akkurat zu zeichnen, auch hier mit den Fenstern, mit den Blumen, das Ganze in eine ja, Ordnung zu bringen. Man merkt es auch, weil das Bild schon an und für sich kleiner ist, oder mit diesem Bild bist du größer, also hast du diese Spontanität noch und hast den Raum genommen und hier bist du automatisch kleiner geworden, weil du dich mehr konzentriert hast auf das Innere, auf die Motive, dass die auch gut umgesetzt werden, dass die Schatten stimmen, vor allem, dass die Lichter stimmen mit dem weißen Stift und das macht das ganze Bild ein bisschen gedrungener und leicht steifer, nicht unbedingt besser, es ist zwar komplexer in der Ausgestaltung, und vielleicht eindrücklicher, weil es eben diese Lichter hat, weil es mehr Kontrast hat zwischen hell und dunkel, dieses Zusammenspiel. Aber jetzt von der Lebendigkeit, vom Ausdruck her, finde ich diese linke Variante viel, viel stärker, weil sie urtümlicher ist. Vielleicht eher aus dir kommt, als aus einer gewissen Vorstellung, wie es sein hätte sollen oder wie es sein müsste. Aber ich finde es toll, dass du diese beiden Skizzen gemacht hast. Oft übersieht man das Potenzial einer Anfangsskizze. Man macht es dann in der zweiten, dritten Art besser, bis man dann vielleicht eine Schwelle erreicht hat, wo man wieder diese Lockerheit beginnt wertzuschätzen oder zu sehen und wieder umzusetzen. Aber bis dahin braucht es wie so ein tiefes Tal, das du durchgehen musst, um dann wieder nach oben zu finden. Diese Spontanität natürlich dann ein Stückchen weit besser, weil du dann geübter bist mit dem Motiv. Aber ich finde, hier sieht man das auch ziemlich gut. Schwierig wird es dann, wenn man diese Spontanität, dieses Lockere, auch dieses ja, Großzügige in ein finales Bild übertragen möchte. Man muss gar nicht so viel reinbringen, um eine Zeichnung wirkungsvoll zu machen. Es genügt eine schnelle Skizze. Vielleicht bei der zweiten Skizze hätte ich dann vielleicht nur die Figur gezeichnet oder nur ein Stück Pflanze, weil die sind auch noch hübsch, dass du so vielleicht auf eine große A3-Seite einzelne Elemente wie für dich selber stehen lassen kannst. Wenn ich jetzt das mal reinzeichne, hier so als Beispiel, dann haben wir hier die zwei Skizzen. Hier hätten wir vielleicht noch ein paar Blumen, hier vielleicht seinen Kopf, hier vielleicht noch das Häuschen. Da könntest du so 3, 4, 5 Elemente auf ein Blatt bringen und studieren für dich. Ohne dass du die ganze Szenerie in ein Bild packen musst, schränkt ja noch mehr ein oder beeinflusst dann natürlich, dann bekommt man dann Angst, dass das alles stimmen muss. Und so kannst du das Bild aufteilen in einzelne Aspekte und diese originell auf ein Blatt platzieren und das Ganze in sich auch als bildstimmig gestalten. Okay, ich hoffe, ich konnte dir dazu helfen, Lydia. Ich danke dir für diese zwei kleinen Skizzen. Dann gehen wir doch gerade zum nächsten. Der nächste Beitrag ist von dir, Maria. Also vielen Dank für dein Bild und deine kurzen Worte. Du schreibst mir, trotz meiner
perfektionistischen Veranlagung, von der ich gerne Abstand gewinnen möchte, hattest du trotzdem mitgemacht. Leider ist es nicht nach meiner Vorstellung gelungen, beziehungsweise das Bild so umzusetzen, wie es in meinen Gedanken war. Das kenne ich. Auf jeden Fall, ich kann ja deine Gedanken hier ja nicht sehen oder nachvollziehen. Somit, ich habe ja nur das Bild, das du mir geschickt hast, beziehungsweise auch die anderen, wenn sie das Bild sehen, können nur das sehen, ja, was effektiv auf dem Blatt ist. Und ich finde, insgesamt, als ich das Bild aufgemacht habe, habe ich wow gemacht, weil es so, ich finde, in sich absolut stimmig ist. Durch die ganzen, also das Erste, was mir aufgefallen ist, die vielen Spritzer hier, die Farbspritzer. Das Ganze ist sehr frei interpretiert. Du hast die Figur rausgenommen. Du hast das Fenster da im Hintergrund, das er ganz weit oben im Haus war, richtig versteckt und richtig dunkel, ins Zentrum genommen, was ich auch sehr spannend finde. Vor allem, wieso dieses Fenster, wieso das Fenster. Und du hast es immer noch also geschlossen gemalt. Sein Buch ist aber offen, ein geschlossenes Fenster, ein offenes Buch. Diese Pflanze in der Mitte, also da ist sehr viel Metaphorisches auf dieser Doppelseite. Und das lässt wirklich die Gedanken fliegen. Noch der Victor Hugo, das hier wunderbar, wunderschön gezeichnet, also die Schrift gezeichnet hast. Und wer den Autor kennt, kommt automatisch dann ins Schwärmen. Und auch diese Geschichten fangen an zu leben, auch mit diesen ganzen Farbsprenklern hier. Wie so einzelne Gedankengänge, Figuren, Momente etc. Also dass das ganze Bild hier lebt, obwohl die Figur an sich in sich ruht, ins Buch schaut, finde ich auch gut, statt die Uhr das Buch zu zeichnen. Passt natürlich optimal zur Figur. Du hast sie monochromatisch gehalten, schwarz-weiß, was nochmals die Geschichte der Figur betont, die Vergangenheit, das 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Schwarz-Weiß-Fotografie, das ein bisschen so, die Kutschenzeit und so weiter. Im Kontrast zum farbigen Buch, zum farbigen Gewächs hier in der Mitte, zum Busch und zum Fenster, das auch farbig ist, passt das sehr, sehr schön. Also wirklich da ganz viel wird hier erzählt und freigehalten. Der ganze Weißraum finde ich hier sehr, sehr schön. Also gibt es dem Ganzen Luft zum Atmen, den Gedankengang. Der Gedankengang kann sich da entfalten und ausbreiten. Sehr schön. Auch deine Signatur gefällt mir sehr schön. Jetzt das Einzige, was ich noch nicht besprochen habe, ist dieser Text hier. Hier könnte ein Text stehen. Ja, könnte. Das ist schade. Ich finde es schade, dass du hier einen Lorem Ipsum Text reingesetzt hast, einen Platzhalter Text. Du hast hier den Namen geschrieben, hier die Signatur, aber wir haben hier Schrift, die etwas aussagt, und hier haben wir auch Schrift, aber es ist so, es trägt nichts zum Bild bei. Man kann das machen, klar, als Jux, als Fun. Es erzählt mir nichts mehr zum Bild. Ja, verstehst du, was ich meine? Es ist so wie ein Fremdkörper. Also optisch passt das absolut. Text zu Bild einzufügen ist noch schwierig, aber hier funktioniert es wie eine Art Bildergeschichte, vielleicht wie ein Jugendbuch, Kinderbuch. Das wäre 1:1 Vorlage. Hier wäre Platz für einen Text. Darum finde ich es schade, dass du hier nicht vielleicht einen Text aus seinen Texten, also ein Zitat von Hugo, geschrieben hast, oder vielleicht etwas, das eine seiner Figuren gesagt hat, oder deine Gedanken, was noch stärker wäre, wo du dann vielleicht auf das ganze Bild, auf die ganze Doppelseite eingehst und einen kleinen Hinweis gibst, was du damit gemeint hast, oder vielleicht etwas zum geschlossenen Fenster sagst oder vielleicht ein Zitat machst zum Fenster und zum Buch, dass man dann im eigenen Kopf weiterspinnen könnte. Also da hast du vielleicht die Chance vertan, dem Ganzen noch eine Dimension mehr reinzugeben. Und das wirkt so wie ist das jetzt ein Witz? Ist das jetzt lustig gemeint? Klar, in Büchern stehen Texte, aber ich kann da wie so wenig damit anfangen. Das ist das Einzige. Ja, wenn das jetzt irgendwie ein anderer Kontext wäre, hätte das vielleicht besser gepasst. Aber jetzt in diesem Zusammenhang ist es ein bisschen schade, eine vertane Chance. Das ist da. Aber ausgestaltet, ich finde wirklich, die Kontraste hell-dunkel, wie gesagt, das farbige Spiel und das Schwarz-Weiß-Spiel, sehr schön, dieses gegenseitige und doch miteinander gleichzeitig stattfindende, die ganzen Farbsprenkel, also die Seite lebt und
das ist so wunderschön gezeichnet hier, Victor Hugo, sein Name. Die Vorlage muss man dann gar nicht mehr kennen, braucht es auch gar nicht. In sich stimmt diese Doppelseite auch so, sein Ausdruck im Gesicht passt auch nachdenklich, in sich ruhend, tipptopp. Und ja, das ist das, was ich dir dazu sagen kann, Maria. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Also wenn du das mit den Texten machst, achte, dass du nicht nur den Text schön zeichnest, sondern vielleicht auch inhaltlich das Bild stützen kannst mit dem, was du schreibst. Und weil das hat auch eine Auswirkung, hat alles eine Auswirkung auf die Bildwirkung. Das ist nicht zu unterschätzen. Okay, das war mein Beitrag zu deinem, Maria. Ich danke dir. Gehen wir doch zum nächsten über. Der nächste Beitrag ist von dir, Marion. Vielen Dank für deine Bilder. Und du schreibst mir, das eine Bild habe ich mit Ölpastellkreiden auf 40x40 Aquarellpapier gemalt. Die Kreiden waren zum Teil mit Wasser vermalbar, zum Teil nicht. Das andere Bild habe ich mit Acryl ebenfalls auf gleichem Aquarellpapier gemalt. Okay, ich denke mal, das helle ist hier die Ölpastellkreiden, die hier mit Wasser vermischt sind. Und das dunkle hier hast du mit Acryl gemalt. Da sieht man auch deutlich die Pinselstriche und auch diese Schichtung. Die Bilder sind komplett zwei Welten. Ich denke, nicht unbedingt gut und böse, aber so hell-dunkel. Das, oder vielleicht das spiegelt für mich auch so das Helle und das Freundliche seiner Werke, beziehungsweise auch das Düstere oder tiefen Täler, wo dann die Figuren durch müssen in seinen Romanen. Meine Interpretation, ich finde es wirklich zwei komplett verschiedene Ansätze. Man kann die beiden nicht gegenseitig ausspielen. Klar, sie zeigen die gleiche Person, sie haben den gleichen Ausschnitt. Die Figur ist in der Zentralperspektive. Sie nimmt sich den Raum ein, den sie braucht. Sie ist präsent. Der Rest, wenn es überhaupt einen Rest gibt, zeigt sich da ein bisschen im Hintergrund durch die Pflanzen und die Gebäude. In dieser Version haben wir dann gar keinen Hintergrund, sondern nur ein Muster, was auch sehr gut passt und die Figur noch mehr in den Vordergrund treten lässt. Also da kann man nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter, das ist sowieso Quatsch, sondern es geht um den Eindruck und um die, ja, den Charakter, die Bildwirkung an sich. Jetzt bei dem hellen Bild, das ist natürlich viel zugänglicher, viel freundlicher. Der lächelt hier auch ein bisschen. Warme Farben, reine Farben, blau, grün, rot. Zugänglich auch, nur ganz leicht akzentuiert mit Strichen. Schon fast abstraktes Bild. Hingegen das hier ist das komplette Gegenteil. Fast so eine zornige Figur. Es könnte auch irgendwie ein griechischer Gott sein. Zeus, der hier da grimmig auf die Welt schaut. Mit seiner Lockenpracht. Gleich beginnt ein Gewitter, man merkt hinten die Wolken oder irgendwie das Gebirge oder irgendetwas Gigantisches baut sich auf. Also eine komplett andere Bildwirkung. Ich finde es spannend, dass du hier dreimal Hugo geschrieben hast. Vielleicht hier noch mehr. Hier gar nicht, also keine Schrift, keine Typografie, gar nichts, sondern nur hier. Was ich spannend finde an diesem hier, sind auch so kleine, wie hier diese weißen Striche, die wie eine Negativzeichnung wirken, ein bisschen Akzentuierung schaffen und Orientierung schaffen und dem Ganzen auch ein bisschen ein Gesicht geben. Der Rest bleibt aber ohne diese Hilfsmittel als Fläche bestehen und das tut ihm eben unglaublich gut. Nur ganz kleine Details hier, da und dort, mehr braucht es nicht, denn den Rest macht die Imagination. Hier auch, es ist eigentlich kein Gesicht, sondern nur da ein bisschen hell, da ein bisschen dunkel. Aber wir erkennen sofort ein gemütliches, ein ja, in sich ruhendes Gesicht, eine sympathische, mehr sympathische Figur. Also kompositionstechnisch stimmen beide Bilder für mich, auch von den Farben her stimmen beide für mich. Ich hätte jetzt vielleicht hier, weil das Bild hier sehr dramatisch ist und sehr so ja, expressionistisch, hätte ich da mehr mit der Farbkontrasten gearbeitet. Also hier haben wir grün, blau-grün, so türkis. Dann hätte ich hier vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein Rot reingetan, etwas, das ja, Komplementärkontrast gibt oder vielleicht ein Orange oder ein Rosa, etwas, das ein bisschen mehr Leben reingibt. Das als Einzige, also um die Bildwirkung noch mehr zu verstärken, nicht weil das irgendwie falsch wäre, überhaupt nicht, sondern einfach um die wahnsinnig kräftige Bildwirkung effektiv hier zu verstärken. Hier braucht es von meiner Seite aus gar nichts mehr. Was mir hier noch fehlt, ist deine Unterschrift hier. Vielleicht hier noch deine Signatur. Kann man hier auf der Rückseite dann das Ganze datieren. Aber immer gut zu wissen, von wem das ist und vor allem, wann das gemalt und gezeichnet wurde.
So kannst du auch deinen Prozess ein bisschen verfolgen und deinen Werdegang oder deinen Fortschritt ein bisschen tracken. Okay, Marion, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Gehen wir halt zum nächsten Beitrag über. Vielen Dank. Okay, der nächste Beitrag ist von Regine. Regine, hallo, vielen Dank wieder für deinen Beitrag, also deine Beiträge. Du hast mir unglaublich viel geschickt und es ist wahnsinnig spannend wieder. Und ich möchte vorlesen, was du noch geschrieben hast, noch zentral und wichtig. Und zuerst die Bilder, die dir nicht gefallen haben, das war der Prozess. Die sind ja völlig unterschiedlich. Am Anfang war ich sehr verbissen und wollte den Herrn Hugo und eventuell die Blumen, Gras hinter ihm gut darstellen, weil ich ihn so sehr schön finde. Das Haus hat mich erst gar nicht mehr so interessiert. Es ist mehr oder weniger gelungen. Richtig zufrieden bin ich noch mit keinem von den Bildern. Dann, als ich dein letztes Video gesehen habe, ich weiß nicht mehr, welches du meinst, weil sind ja wahrscheinlich schon jetzt noch neue dazugekommen, habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich möchte ich das gar nicht darstellen. Also gar nicht so darstellen. Dann kam das letzte finale Bild dabei heraus und das ging relativ leicht und hat auch Spaß gemacht. Übrigens sind auf dem Dach des Hauses 1 bis 2 Überbleibsel von der letzten Vorlage. Plötzlich war es so wie, jetzt habe ich das Bild verstanden oder es gefunden. Das war sehr spannend, dieses Gefühl. Plötzlich hat es Sinn gemacht und war nicht mehr verbissen. Ja, bist sehr gespannt, was ich zu den misslungenen Varianten sage. Und genau, was habe ich noch? Das erste war wirklich der allererste Entwurf, der gefällt mir noch am besten. Jetzt ist so mit den Entwürfen, du hast sie mir so geschickt, wie die Kamera die aufgenommen hat, also beziehungsweise mit der Bezeichnung, mit der kryptischen Fotobezeichnung, MZ2, was auch immer. Und bei mir hat es so abgespeichert, wie halt die Bezeichnung ist, beziehungsweise wie sie abgespeichert wurden mit dem Datum. Darum habe ich sie jetzt der Reihe nach so benamst, Regine 1, 2, 3, 4, wie sie mir halt gezeigt wurden. Ich weiß nicht genau, ob das effektiv das erste ist oder ob du mit einem anderen angefangen hast, weil eben die Kamera die Bilder dementsprechend beschriftet und nicht unbedingt nach Datum. Anyway, also da kann ein Fehler passieren. Auf jeden Fall, das letzte Bild ist effektiv das letzte Bild, dort, wo er da an der Uhr hängt. Beim Rest, ich schaue sie mir einfach allgemein an und schaue nicht, was das erste ist, was das letzte ist, sondern allgemein, wie du mit diesen umgegangen bist und natürlich dann das letzte. Okay. Ja, die Überbleibsel von der Bildvorlage 2, die Störche, beziehungsweise die Störche, die Vögel, die sind da auf jeden Fall. Die lassen dich nicht los, die Vögel. Aber grundsätzlich habe ich da gemerkt, wie du mit der Bildvorlage umgehst, beziehungsweise wie du eigentlich mit dem Bildinhalt warm wirst. Also du musst da unbedingt deine eigene Geschichte daraus erzählen, sonst funktioniert das nicht unbedingt. Sonst bist du irgendwie gefangen in der Vorlage, die eigentlich nicht deine ist, aus der du vielleicht etwas ziehen kannst, sei es Farben, Kontraste, einen Ausschnitt etc., aber es ist immer noch nicht deins. Und ich denke, das ist das, was dich hemmt. Du musst das wirklich 180 Grad, 360 Grad, wie auch immer, umdrehen und nochmals drehen und wirklich eine eigene Geschichte daraus spinnen, weil das hat dir auch nicht, also ich sage nicht geholfen, aber ich habe das auch gesehen bei der zweiten Vorlage mit den zwei Vögeln, die da die Tassen auf dem Kopf jonglierten. Das war komplett was anderes, hatte aber die Vorlage zentral im Bild drin, weil das waren Töpfe, das waren die Vögel, das war so eine mediterrane Atmosphäre und das hat schon gepasst. Und ich denke, da liegt absolut deine Stärke, dass du aus einer etwas Vorgegebenen eine eigene Geschichte, eine eigene Story kreieren kannst. Das ist wie zentral. Und ich finde auch, das letzte Bild, das lebt am meisten. Der Rest ist zwar schön und gut, akkurat umgesetzt, spannend auch hier. Auch wie du mit der Jacke, also hier zum Beispiel, wie du mit den wunderbar hier mit den Strichen umgegangen bist. Also wirklich, wirklich erzählerisch und filigran und sehr mehrschichtig, vielschichtig das Ganze, die Figur aufgebaut hast. Das Gesicht ist hier sehr spannend und ich finde auch, dass dieses schräge Haus ganz toll, das gibt dann eine gewisse Metapher rein, eine zusätzliche Dimension, die man so nicht erwartet.
Das finde ich ja spannend an so Bildern. Hier diese Jacke ist wie eine klassische Vorkriegszeichnung, also, ja, eine klassische Altkünstlerzeichnung, nur mit Kreide, nur schwarz-weiß. Hier die Uhr als Metapher im Hintergrund für die Zeit, die da vielleicht abläuft und so weiter. Aber effektiv, das sind nicht deine Geschichten, sondern das ist deine Geschichte, das Letzte. Das ist deine Geschichte, das ist dein Bild. Die Inhalte stimmen. Eben, es ist der Mann, der sich an der Zeit hält oder sich an der Zeit orientiert. Die Zahlen fallen weg. Das Gebäude, die Vögel, das Ganze hat Leben in sich oder brennt sogar oben. Irgendetwas Unbestimmtes passiert. Das nimmt so wie seine Geschichten vielleicht vorweg oder seine Romane. Auf jeden Fall, das ist dein Bild. Und der Rest ist so, das sind gute Studien, die finde ich, das finde ich unglaublich schön und spannend. Also die Strichführung vor allem, ja, dieses unfertige, zittrige, das ist so ein bisschen Egon Schiele, wunderschön diese Zeichnung. Also wirklich das herausnehmen, auch diese Häuser hier, das ist so reduziert und so einfach gehalten, das hat so viel Kraft. Also wenn du mal Bilder zeichnest, die ja so reduziert sind, bleib unbedingt dabei. Gut, hast du dieses so sein gelassen, weil es wäre wirklich schade, wenn du irgendwie noch Farbe reingekommen wäre oder sonst etwas. Das hat so viele, das ist so eigenständig und ausdrucksstark, einfach nur wow. Und diese Sachen gehen schon ein bisschen in deinen Stil hinein, so zu erzählen. Hier sehe ich ganz deutlich, dass du die Figur ja in eine Art Musterung, in eine Art Verwurzelung da getrieben hast. Auch sehr spannend, wie sich die Pflanzen hier in das Haus hineinfressen und eine Einheit bilden. Also ganz, ganz viele Metaphern, ganz, ganz viel Fantasie dahinter. Aber scheinbar bist du da noch nicht warm geworden, weil es ist fast eine 1:1 Umsetzung gemäß der Vorlage, also immer noch nicht deines. Also wenn das erste Bild ist, dann vielleicht verstehe ich, was du meinst, dass du es am besten findest, weil es ist von diesen Skizzen 1, 2, 3, 4 am meisten abstrahiert, weil es eben nicht so viel Hintergrund zeigt, weil es keine Metaphern zeigt, wie jetzt die Uhr hier, weil es eben so ja in diesen Strukturen und Wellen und Lichtern eben so frei bleibt. Aber es ist immer noch die Figur, die der Vorlage entspricht. Also eben noch nicht so ganz, ganz deines. Somit kann ich verstehen, wieso das dein Bild ist. Vor allem, wenn ich das letzte anschaue mit den Vögeln und den Tassen, dass du effektiv ja, deine Geschichte daraus basteln musst. Und das könnte genauso gut in einem Kinderbuch sein, wo dann die Figur von Victor in einen völlig anderen Kontext hinüberträgt, anders erfassbar macht oder einfach überraschend zeigt. Gar nicht so, wie man sich das vorstellen könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn, Regine. Du bist unglaublich vielfältig in der Ausführung, also diese Bilder hier. Ganz, ganz stark in den Strichen. Schwarz-Weiß, wow. Diese Lebendigkeit, diese Vielfalt hier auch. Aber deine Stricharbeit finde ich viel individueller und ja, spannender anzuschauen. Wie gesagt, als Studien sind sie ganz stark, die Bilder, aber sind eben nicht deine Umsetzungen, sind nicht deine Interpretationen. Somit musst du effektiv in eine komplett andere Welt einfahren, beziehungsweise die Person aus der Vorlage rausnehmen, in deine eigene Geschichte reinsetzen. Und es ist noch schwierig, in diese Szene hier reinzuswitchen. Vielleicht braucht es dann effektiv diese Studien oder diese Loslösung von der Vorlage, damit du effektiv in diese freie Bildwelt hineinfindest. Ich hoffe, ich konnte dir da mit meinem Gelaber ein bisschen helfen. Okay, also vielen Dank, Regine. Dann gehen wir doch gerne zum letzten Beitrag. Okay, dann sind wir jetzt beim letzten Beitrag und der ist von Ulla. Ulla, danke für deine Bilder und deine Worte. Und du schreibst mir, ich konnte zuerst mit der Bildvorgabe Nummer 3 nicht wirklich was anfangen. Das Foto hatte in mir ein bisschen beklemmende Erinnerungen an ausgestorbene Dörfer in Frankreich in der Mittagszeit geweckt, an schwüle, feindliche Stille und über allem der blaue Himmel. Also das hat schon was, wo ich das fotografiert habe. Es war wirklich sehr, sehr heiß. Nicht unbedingt menschenleer, aber schon ein bisschen schwül, sehr heiß und ja, wenige Menschen, leicht ausgestorben war der Platz auch ein bisschen, also du liegst da gar nicht so falsch. Ich habe lange darüber nachgedacht und mich zu Folgendem entschlossen. Ich zeichne auf eine alte, zerknitterte Papiertüte mit Kohle, ein bisschen morbid, finde ich sowieso wunderbar, morbid. Ich nehme das Thema Taschenuhr auf und klatsche die Zeichnung in wenigen Minuten hin.
Mein Himmel wird giftig, schwefelgelb und als Kontrast zu dem alten Papier und der ursprünglichen Kohle nehme ich dann die Gelbtöne aus dem Handy. Also eben, du hast das Bild fotografiert und im Handy dann koloriert. So ich das verstanden habe und ich auch gesehen habe, wie du, wenn ich die Bilder jetzt anschaue, sind sie digital koloriert. Okay, nachdem meine Zeichnung nun fertig war, hatte dein Foto auch seine für mich unangenehmen Seiten verloren und ich mochte es sehr. Da mochte ich aber den giftigen Himmel nicht mehr so einfach stehen lassen und ich habe eine für mich versöhnliche blaue Version dazugestellt. Das alles hat viel Spaß gemacht, mich ein bisschen mit mir selbst konfrontiert und mich Wissenswertes über Victor Hugo und Besançon gelehrt. Und ja, inzwischen weiß ich auch, dass die Statue von Victor Hugo in stehen und nicht sitzend zeigt. Zu spät, macht nichts. Die Statue ist wirklich groß, die ist etwa 3 Meter groß und ich muss da wirklich die Hand strecken, um das Ganze einigermaßen gut zu fotografieren. Und deine Bilder, ich finde die Idee der alten Tüte und das Dahinklatschen der Kohle drauf fantastisch gut und absolut gelungen. Dieses rohe und kräftige expressionistische Spiel der Kontraste passt sehr gut zum Material, auch sehr gut zum Motiv. Wenn das jetzt irgendwelche Blümchen wären oder etwas Zartes, wäre das vielleicht nicht mehr so passabel, aber das Morbide passt hier wunderbar. Ich finde es gut, dass du auch Giftgrüne weggelassen hast und neu zu dem Hellblauen gefunden hast hier unten. Es ist nicht besser, schlechter oder so, aber es beißt sich ein bisschen. Hier haben wir Grün und Gelbtöne und das ganze Papier ist auch gelb und es ist so hier gelb, dort gelb. Ein bisschen zu viel vom Gleichen, ein bisschen zu monochromatisch. Und das gibt ihm ein bisschen es passt immer noch, es ist so. Ja, Gelb und Blau liegen relativ nah beieinander. Diesen soften Einsatz passt sich sehr gut auch in die Szenerie ein und akzentuiert auch den Himmel durch das und macht die Szene auch ein bisschen versöhnlicher und echter, könnte man sagen. Aber eigentlich würde ich sagen, es braucht es gar nicht. Es braucht diese Varianten gar nicht, sondern das Original, so wie es ist, passt perfekt, weil das Papier und die Struktur des Papiers einfach genug uns mitteilt oder genug zum Erforschen bietet. Da braucht es nicht noch eine Farbe. Aber ich finde es gut, dass du das digital eingefärbt hast, weil ich denke, wenn du das jetzt auf die Tüte gemalt hättest, hätte das Papier diese Farbe nie so angenommen. Es wäre versunken und das wäre ein dunkler Klecks geworden, egal wie hell die Farbe ist. Müsstest du dann vielleicht ein bisschen Pastose, vielleicht mit Acryl oder Gouache darüber gehen, um so eine helle Farbe zu bekommen. Aber dann hättest du vielleicht so Strukturen im Papier dann überzeichnet oder beziehungsweise übermalt, was dann auch sehr, sehr schade gewesen wäre. Wie gesagt, so wie es ist im Original, passt für mich perfekt. Also finde ich viel stärker, viel spannender als jetzt irgendwie mit Farbe, obwohl das auch passt. Ja. Als Variante kann man das so stehen lassen. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck und ich finde es auch gut, dass du wirklich da nicht groß auf Details eingegangen bist, sondern wirklich roh und spontan geblieben bist. Wahrscheinlich hast du hier doch mit Weiß ein bisschen erhöht, kann das sein? Vielleicht hier noch ein bisschen da, solche Stellen. Oder ist es das Papier? Ich weiß es nicht genau. Aber schadet nicht, es passt trotzdem hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja, ich finde, das Papier ist schon so genial. Es harmoniert unglaublich, unglaublich gut, deine Zeichnung und das Papier und die Struktur des Papiers. Okay, also weiterhin so, Ulla, mit diesen spontanen Einfällen und mit der Kohle und auch vom Aufbau her, das passt, die Vorgabe hast du mehr oder weniger eingehalten. Wir haben ja diese Diagonale, die das Bild teilt. Und wir haben hier diesen Bereich hier und dann hier ein großes Grundrauschen, das für sich steht. Also Dramaturgie und Aufbau, das passt schon von der Vorlage her. Und ich finde es gut, dass du nicht noch mehr reingezeichnet hast und den Himmel wirklich freigelassen hast. Das ist so das, was ich da dir mitgeben könnte. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, Ulla. Okay, vielen Dank dafür. Und das war der letzte Beitrag. Okay, das war die Bildvorlage Nummer 3. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Hier seht ihr aktuell die Vorschau zur Bildvorlage Nummer 4. Ich werde das Ganze nochmals als Community-Beitrag dann posten
mit dem Bild für den Download und der Deadline. Das mache ich dann aber erst nächste Woche, weil ich bin dann ab Sonntag bin ich dann 2 Wochen in den Ferien, fast 2 Wochen. Und da werde ich dann weniger machen können, höchstens noch Shorts oder eben Beiträge. Mal schauen. Und das ist das Bild. Und wie gesagt, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat allgemein, kannst du mich mit einem Like unterstützen oder einen Kommentar. Unbedingt mit einem Kommentar, wenn du Fragen hast, wenn etwas nicht klar gewesen ist, so kann ich dann besser drauf eingehen. Ansonsten kannst du mir dann natürlich auch die Kommentare bei den Community-Beiträgen dann schreiben zu der jeweiligen Bildvorgabe. So können wir uns dann auch konstruktiv austauschen, weiterschauen, weiterentwickeln. Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Zeit, die ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Auf bald.